Platsch, platsch. Oh, so auch steil hier der Berg da. Ah. Geschafft. Angekommen, yeah, gewonnen. Erstmal die Schwimmbrille abnehmen. Stimmt. Schweiße. Hi. Habt ihr es erkannt? Hallo, Chat. Ist ja auch nicht so schwer zu erkennen, eigentlich bei dem Titel, den wir heute haben, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Hallo, Henning. Hallo, Claudia. Hallo, Henning. Hi. Ja. Ja, ja, es wurde schon aufgelöst. Auch schön, ja. Bestes Shirt, Fuzzy. Ne? Ja, ne? Guck mal. Ist das eine Katze? Es ist eine Katze, die mit Rollenspielwürfeln würfelt. Isn't it cute? It's very cute. Sehr gut. Ja, schönen guten Abend, lieber Chat. Schön, dass ihr da seid. Ja, hoffentlich alle gesund und munter. Ohne rote App. Oh, es geht nicht ohne. Ohne Corona können wir keine Show machen, glaube ich, oder? Nee, wir werden nicht ganz drum rumkommen diesmal wieder. Aber bevor wir mit den deprimierenden Themen einsteigen, für den Fall, dass wir wieder neue Menschen angelockt haben sollten, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Wie wär's? Ja, Lambert, Henning, fang du mal an. Ach so, jetzt soll ich anfangen. Ja, mein Name ist Henning. Ich bin Fahrradfahrer, leider nicht hauptberuflich, aber deswegen hier auch der, ne? Genau. Und ich kümmere mich eigentlich auch um Wissenschaftskommunikation beruflich, ströme aber hier mit meinen beiden lieben KollegInnen ganz privat und ansonsten hänge ich hier so in Berlin rum und warte, dass die Pandemie vorbei ist. Claudia, mach doch weiter mit der Vorstellungsrunde. Ja, ich bin Claudia und auch ich warte darauf, dass die Pandemie vorbei ist. ja, ich sitze im schönen kleinen Dörfchen, wollte ich fast sagen, Städtchen Düren mitten im Braunkohlerevier von Nordrhein-Westfalen. Beschäftige mich normalerweise mit Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation als Professorin an der Technischen Hochschule in Köln. Mache aber auch ansonsten relativ viel Quatsch, wie hier auf Twitch Games zocken, Borderlands 3 zum Beispiel, und Podcasts machen. Genau, das mache ich sonst so in meinem Tagesleben. Das Klima, mal anhören, müsst ihr euch anhören. Auf jeden Fall. Wichtiger Querverweis. Lambert. Ja, ich bin Lambert und ich ströme hier aus Hannover. Ich hatte vom Triathlon die Schwimmbewegung. In Wirklichkeit bin ich gar kein so regelmäßiger Schwimmer. Aber ich nehme manchmal Saunabäder. Ich habe gehört, dass man das Saunabad nehmen nennt, wenn man in die Sauna geht. Zählt das auch? Weiß ich nicht. Ansonsten, wenn ich nicht gerade mich in meiner Freizeit vergnüge mit Sauna, bin ich hier in Hannover an der TIB tätig. Große Forschungseinrichtung und Bibliothek und leite dort das Open Science Lab. Und neben Open Science mache ich aber auch ein bisschen Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel, indem ich hier mal mitmachen darf oder solche Aktionen, genau. Und ich bin Lambo bei Twitter, genau. Ja, ist doch so. Es ist ein Privileg. Okay, I see. Ein Privileg, mit unserem Chat hier gemeinsam den Abend zu verbringen. Ja. Lieber Chat, die Claudia hat eben gesagt, man hätte dauernd rote Warn-Apps. Wie ist das mit euch? Habt ihr auch dauernd rote Warn-Apps? Weil ich fühle mich ja mittlerweile schon irgendwie als totale Minderheit, der ich noch nie in meinem Leben eine rote Warn-App hatte. Ich möchte es so gerne. Du Henning, ich gehe aus dem Haus und ich kriege am nächsten Tag eine Meldung, weil das Testzentrum ist jetzt so dicht an der Haustür. Oh, das ist wirklich ein schlechter Witz. Ja, ja, und dann hatte ich neulich die rote App und da war es halt der Nachbar. Da kannst du nichts machen, ne? Durch die Wand durchge-LTE'd, Bluetooth Low Energy'd. Ja, Barry Jive weist gerade darauf hin im Chat, dass man, wenn man ein Kindergartenkind hat, man gar keine roten Warnungen mehr braucht, weil das ganze Leben ein Warnzustand ist. Das ist ja wahrscheinlich so, ne? Ja, das ja, andere Leute scheinen auch hier rote Apps zu haben. Aber Fuzzy, vielleicht musst du einfach, während du aus der Haustür gehst, mal kurz das Bluetooth ausmachen und dann erst, wenn du 100 Meter vom Hauseingang entfernt bist, wieder das Bluetooth anmachen. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Also da ist es wahrscheinlich, dass ich es nicht vergesse. Ich hatte schon Schiss, wenn ich es ganz zu Hause ausschalte, dass ich es dann irgendwann vergesse.
Das wäre jetzt ja weniger sinnvoll, aber gut. Ja. Das würde ich wegen meiner Kopfhörer dann irgendwann merken, aber gut, das sind dann so spezielle Anwendungsfälle. Ja, stimmt, daran würde man es merken, aber ich verbinde mein Handy immer noch mit USB an meinem Auto, weil wegen Laden und so. Und sonst würde ich es auch mit Bluetooth verbinden. Der Chat hat unterschiedliche Einschätzungen. Manche Leute sind immer rot, manche nur einmal. Irgendjemand schrieb auch hier, OVNN schrieb nur grün, also das ist alles. Nice, ja, nur grün, das finde ich gut. Es spricht doch sehr für die Zielgruppe hier, dass niemand fragt, was soll rote App denn heißen? Genau, ich benutze das Ding gar nicht erst, dann wird es nicht rot. Aber Claudia, du hast da auch so ein bisschen den Pandemie-Alltag angekommen, so ganz. Ich hab da Screenshots bei dir gesehen, Claudia. Ja. Du hast auch so ein bisschen den Hexen-Ansatz. Du hast irgendwie so eine App, die das irgendwie nochmal so auswertet. Was ist da denn los? Genau. Also ich habe, das kann ich jetzt natürlich so schwer zeigen. Ich kann euch aber gerne meine Tweets nachher hier rein verlinken. Ich habe neben der Android-Version der Corona-Warn-App mir noch die F-Droid-Version installiert. Also F-Droid ist eine freie Version von Android und man kann sich den F-Droid-Store, das ist sowas wie der Play-Store von Google, kann man sich installieren auf seinem Handy, auch auf einem ganz normalen Android. Ich habe da nichts an meinem Android gemacht. Und dann kann man sich da die Corona-Warn-App installieren und dann bekommt man so eine Heatmap, wo man jeden Tag sieht, wie viele IDs man gesammelt hat und welche Uhrzeit. Und wenn man das dann noch paart mit dem Corona-Warn-App-Companion, dann sieht man sogar, wie der Abstand war, was die Risikoeinschätzung war und die genaue Uhrzeit, an der man der ID begegnet ist. Das ist ja cool. Ja, das hilft total, weil daher wusste ich auch, es ist mein Nachbar, weil meine App hat ausgeschlagen, als ich hier am Schreibtisch saß, als ich geschlafen habe und ich dachte mir so, das kann niemand anders gewesen sein als ein Nachbar. So, ne? Also das ist sehr beruhigend, finde ich. Kann ich nur empfehlen, wer möchte, ich habe die Beschreibung auf Twitter von mir gepostet, @fuzzyleapfrog, kann ich nachher gerne nochmal herausfischen. Cool. Hallo Raiders, wir haben einen Raid, wenn ich das richtig sehe. Hallo! Oh mein Gott! Wir haben, so Dezent 200, was ist denn hier los? Hi! Ich glaube, wir haben die Vorstellungsrunde falsch getimed, Lambo. Ja. Oh nein. Okay, wir machen nochmal eine ganz schnelle Spaßvorstellungsrunde, nur für euch. Hallo Raiders! So und genau, ja. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Forschungsstrom. Von wo kam der Raid? Das sehe ich leider gerade gar nicht. Reinhard, danke dir! Mensch, nice. So matt. Vielen lieben Dank. Schön, dass du deine Leute hier vorbeischickst. Wollen wir nochmal eine Runde machen? Vorstellung? Ja. Nochmal gleich Reihenfolge. Henning fängt an. Henning. Genau. Wir sind ja Forschungsstrom. Wir strömen immer am ersten Donnerstag im Monat hier auf Twitch und wir unterhalten uns über Wissenschaft. Und ich bin auch wissenschaftlich vorbelastet und arbeite auch in der Wissenschaftskommunikation, aber hier ströme ich rein privat. Ansonsten bin ich Fahrrad-Nerd und ein Freund der Wissenschaft. Lambert, mach weiter. Okay, ich bin Lambert, ich ströme aus Hannover, ich bin Bibliothekar, arbeite an der TIB, mache da das Open Science Lab, manchmal auch ein bisschen Wissenschaftskommunikation hier und da und Lambo bei Twitter. Claudia, jetzt bist du dran. Ja, ich streame aus dem wunderbar schönen Rheinischen Braunkohlerevier. Für Fotos von Tagebauten könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen mit Fasilifrock. Gibt es immer was Schönes an Löchern zu sehen. Und ansonsten mache ich ganz viel hier, zum Beispiel Borderlands, zocken und arbeite an der Technischen Hochschule in Köln, bin da Professorin für Informationsdienstleistung und Wissenschaftskommunikation. Das mache ich so in meinem ernsthaften Leben und in der restlichen Zeit mache ich Kram wie hier. Aber wir reden ja auch über Wissenschaft. Wollen wir einfach mal in so ein wissenschaftliches Thema einsteigen, weil jetzt, wo so viele Leute da sind, ich habe eine wichtige Frage an euch alle. Okay. Ich bin gestern auf ein Problem gestoßen und ich kenne die Antwort nicht. Und ich dachte mir, Lambert, du bist der Experte für Open Science. Wir haben jetzt wahrscheinlich hoffentlich ganz viele Leute im Chat, die alle Ahnung von ein bisschen Wissenschaft oder irgendetwas haben, die mir mal erklären können, ob ich... Bring mich mit der Frage bitte nicht ins Schwimmen. Ich bin doch selber geschwommen. Ich sollte mich mit Open Science auch auskennen. Also die Antwort ist auf jeden Fall schon im Chat. Nee, gut. Frag. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Das ist nett. Ihr wisst, wonach wir suchen. Okay. Ja. Pass mal auf, ich war so verwirrt, ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Schon wieder. Es
tut mir so leid. Es artet ja aus bei dir. Es artet aus. Warte, so. Also, ich will meinen Bildschirm teilen. Ich möchte ein Fenster teilen. Und zwar möchte ich meine PowerPoint-Präsentation teilen. So, Leute. Pass auf. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich mich mal wieder damit beschäftigt, mit Forschungsdaten und Forschungssoftware und Forschungsmethoden. Damit kennst du dich doch noch aus, oder? Das ist noch... Ja, und ich würde sagen, dass das PowerPoint übrigens das Kommunikationstool des kleinen Mannes und der kleinen Frau ist. Da ist gar nichts Schlimmes dran. Das ist total okay. Okay, ja, und ich, also diese Sachen, die auf dieser Folie stehen, ja. Kennst du, ne? Genau. Und also gut, du kennst es wahrscheinlich eher mit Open Research Data und Open Research Software und Open Methodology. Genau, so, pass auf. Und jetzt wollte ich meinen Studierenden erklären und habe mit denen auch darüber diskutiert, warum es wichtig ist, dass man beides öffentlich macht, ne? Und nicht nur eins. Und ich weiß nicht, ob du die Begriffe kennst, aber ihr kennt sie wahrscheinlich alle, Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit. Ja. Oder auf Englisch, wunderbar, Reproducibility und Replicability. Gott, Moment, aber jetzt hol mich doch nochmal ab. Also Reproduzierbarkeit bilde ich mir ein, weiß ich, was das ist. Aber Replizierbarkeit im Unterschied dazu, sag doch mal bitte. You are close to my problem, Henning. Ah. Du bist ganz nah dran. So, alle mal schön. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es getecht, aber ich hatte nur wenig Zeit, deswegen ist es nein. So, pass auf, diese Begriffe haben mich nämlich zum Schwitzen gebracht, Henning, und genau das ist mein Problem. Ich dachte, ich kann dir das erklären. Ich dachte, ich kann es dir erklären, aber Leute, ich glaube, ich kann es nicht mehr. So, und jetzt brauche ich eure Hilfe. Jetzt lesen wir 84 Seiten Wikipedia. Genau, nein, pass auf. Ich kenn das so. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist ein sehr guter Vortrag von Simon Eickhoff, der erklärt anhand von Daten und Auswertungsmethode, also könnte Software sein, muss aber nicht, was Reproduzierbarkeit und was Replizierbarkeit ist. Und im Prinzip, wir können ja mal gerade schauen, hier haben wir die Dimension Daten und da haben wir die Dimension Auswertung. Wenn wir die gleichen Daten haben, also exakt dieselben Daten, und wir wenden exakt die gleiche Auswertungsmethode an, dann reproduzieren wir. Ja, Henning? Ja. Dabei? Ja, okay. Genau, wenn wir jetzt aber neue Daten erheben, also neue Daten sammeln und dann nochmal die gleiche Auswertungsmethode anwenden, dann replizieren wir. Ah, ja, okay. Ja. So, das war bisher mein Verständnis dieser zwei Begriffe. Reproduzierbar, beides gleich. Replizierbar, neue Daten. So, und jetzt kommt Schöch daher und twittert vor ein paar Tagen dieses Bild. Das müsst ihr euch jetzt nicht komplett angucken. Folgt mir nur auf der ersten Linie. Wir haben Forschung, ja. Wir stellen dieselbe Frage. Wir nehmen dieselben Daten. Und wir nehmen dieselbe Methode. Das nennt er Replication. Okay. Also Replizierbarkeit. Während er Other Data und Same Method mit Reproduction bezeichnet. Reproduktion. Habe ich jetzt Knoten im Kopf oder ist das genau das Umgedrehte? Ja. Und ehrlich gesagt, wenn man so über die beiden Begriffe nachdenkt, versteht man auch, warum es leicht zu so einem unterschiedlichen Verständnis kommt, weil es so ein bisschen beliebig wirkt, oder? Oder? Also für mich als Nicht-Muttersprachler ist das für mich völlig, ich brauche eine Definition, damit ich damit was anfangen kann. Ich sehe schon, dass wer auch immer Schöch ist, mir sagte das jetzt nichts, wahrscheinlich irgendeine Koryphäe hätte sich einfach vertan. Ja, das ist lustig, dachte ich auch. So, ich habe dann nur mal ganz kurz ein bisschen recherchiert, er kennt mich, ich kann ja nicht aufhören und dann, also ich kann ja nicht einfach nichts machen, ich muss das ja recherchieren. Und habe dann nochmal so nach weiteren Definitionen gesucht und das hier bestätigt, das ist jetzt die American Statistical Association, die bestätigt nochmal meine ursprüngliche Definition. Reproduzierbar ist beides gleich. So, und replizierbar andere Daten. Aber ich habe herausgefunden, dass dieses Dokument zitiert wird von einem wunderschönen Artikel, der hier heißt, das könnt ihr hier unten lesen,
Reproducibility versus Replicability, a brief history of a confused terminology. Alles schon untersucht worden. Ich liebe Forschung. Ich liebe Forschung. Und jetzt könnt ihr mal euch hier euer Augenmerk hier drauf richten. Reproducibility. Nein. Bei CleanCloud ist das, was bei ACM Replicability ist. Und umgedreht. Und jetzt bin ich. Ja, gut, aber das ist dann so wie. Billion und Milliarde oder ja, was? Das, da musst du halt einfach aufpassen, dass du irgendwie weißt, in welchem Definitionsraum du gerade bist, oder? Ja, aber jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wissen wir das? Also wir haben das deutsche Netzwerk für Reproducibility. Wissen wir, in welchem Nomenklatur-Namensraum wir uns da gerade befinden? Reden wir immer über dasselbe, oder? Aber gibt es dann auch ein German Network for Replicability? Und die sind dann die Volksfront von Judäa und die anderen sind die jüdische Volksfront? Ich würde ja behaupten, dass wenn es Studien gibt, die echt einschlagen und wo die Verwendung des Begriffs einfach schon im Titel oder im Namen des Projekts vorkam, dann kann das prägend sein. Und ich behaupte mal so aus dem Kopf heraus, dass diese sogenannte Replikationskrise in der Psychologie, wo sie für ihre Wissenschaft, also wirklich die empirische Forschung in der Psychologie, einfach ein paar von den Meilenstein die Daten neu produziert haben, ja, also wirklich versucht haben, die Studien neu durchzuspielen oder so, dass das zumindest für die Psychologie total prägend ist. Und ich würde wetten, dass wenn man jetzt irgendwelche PsychologInnen, die hier anwesend sind, fragen würde, die würden dafür sein, dass Replikation bedeutet, dass man die Daten neu produziert. So würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil das sind dann immer so prägende Sachen. Aber es kann auch sein, dass jemand diese Studie, obwohl sie für die Psychologie turbo wichtig war und die Diskussion über Open Science geprägt hat, in einem anderen Fach auch nicht kennt. Ja, also für mich hatte das jetzt nur den Effekt, dass ich da bisher so unzweifelhaft mit umgegangen bin und dass wir da doch ein bisschen zweifelhaft damit umgehen müssen, was das genau bedeutet, wenn das jemand sagt. Also, ich wusste das nicht. Wusstet ihr das? Nein. Chat. Did you know? Ach, und jetzt wollte ich gerade auftrumpfen mit, um das, was ich gerade gesagt habe, euch nochmal ein bisschen zu erklären, hier der Wikipedia-Artikel dazu. Und der erste Satz des Wikipedia-Artikels zur Replikationskrise lautet, ich zitiere, die Replikationskrise oder Krise der Reproduzierbarkeit beschreibt eine bla 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 bla. Toll, oder? Schön. Gut, aber ich sag mal, Anna hat doch eigentlich jetzt hier im Chat, die haben einfach unterschiedliche Definitionen, oder? Ja. Punkt. Ja. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Leute, definiert immer, in welchem Raum ihr euch bewegt, Sprachraum oder physikalisch und so immer eure Umgebungsvariablen definieren, auch beim Sprechen, weil sonst liegt ihr vielleicht mal daneben und ihr meint was anderes. Ja, aber ihr seht es auch so, es sind unterschiedliche Definitionen und jetzt muss ich künftig ein bisschen besser aufpassen, wenn ich mit meinen Studis darüber rede. Ach, übrigens geil, so eine Forschungsstromfolge erstmal mit einem Definitionsteil anzufangen. Entschuldigung. Das ist wirklich der Stil. Nee, ich finde das total lustig. Ich meine, gut, es hat uns sofort 100 Zuschauer gekostet, aber das macht ja. Nein, Quatsch. Nee, ist alles gut. Ja, aber der Chat, die da steinigen, wollen die sich auch schon steinigen gegenseitig, je nachdem, welche Definition. Okay, ja, hier, das finde ich super spannend, Neo Burner. Das ist total, absolut genau. Weil macht das gleiche Daten und gleiche Methode keinen Sinn, ne? Wenn man es ja komplett gleich macht, dann ist das deterministisch. Genau. Das Ding ist, sobald irgendwo ein Mensch irgendwas eintippern muss oder anstoßen muss, ist es fehleranfällig. Und next point, wenn du den Rechner wechselst, deine Hardware wechselst von einem Großrechner auf den nächsten, das ist mir ja auch schon passiert, und ich lasse genau das Gleiche nochmal laufen, dann ist die Rechnerarchitektur für minimale Abweichungen verantwortlich. Also das ist tatsächlich, es macht manchmal Sinn. Also ich habe das auch gemacht in der Forschung, um dann zu gucken, ist das, was ich da mache, tatsächlich vielleicht für so kleine Fehler anfällig, was macht der Großrechner da? Tja. Oh, das ist hier eine gute Frage. Boah, wir brauchen ExpertInnen für Etymologie.
Das wäre gut. Aber kann ich leider nicht beantworten. Ja, so, das war mein Downer-Thema zum Einstieg. Willkommen. Sehr schön, Claudia, dass du mal den Downer übernimmst. Normalerweise bin ich ja dafür verantwortlich. Aber ich kann auch heute dieses Mal wieder versprechen, wir haben ja jeder von uns hat ja gleich noch ein wissenschaftliches Thema mitgebracht, dass heute mal es zwar auch irgendwo ein Downer zu sehen sein wird, aber es eigentlich nicht um Downer geht bei mir. Es muss ja um Sport gehen, würde ich sagen, oder? Also wir haben Triathlon als Thema. Zum Sport? Genau. Henning, überrasch uns. Ich meine. Die Frage ist ja jetzt, in welcher Reihenfolge wir unsere Themen vorstellen. Beim Triathlon geht es ja eigentlich los mit Schwimmen, dann Fahrradfahren und dann Laufen, damit man dann beim Zieleinlauf sozusagen noch das spannendste Laufwettrennen hat. Du aber leitest die Reihenfolge aus dem titelgebenden Witz dieser Folge ab. Aber wir könnten natürlich auch ganz demokratisch den Chat entscheiden lassen, ob wir mit Schwimmen, Laufen oder Radfahren anfangen sollen. Genau, sag doch mal, Schwimmen, Laufen oder Radfahren? Zugucker von Reinhard Remford, so geht es zu meinem Forschungsstrom. Hier werdet ihr gefordert. Hier ist partizipative Dinge und so. Aber auch zack, zack. Ne, genau. Das ist die andere Seite. Genau, liebe Roberta. Genau das Richtung Butterfly-Effekt. Da ich Meteorologin bin und so Wettervorhersagen mache mit so chaotischen Systemen, da ist so eine andere Rechnerarchitektur a problem. Also zweimal Schwimmen, zweimal Radfahren sehe ich hier. Ja. Ja, jetzt noch ein bisschen mehr. Radfahren. Nikolas wäre bestimmt fürs Schwimmen. Echt? Den hätte ich doch für Radfahren eingeteilt. Ja, Claudia, keiner will, dass du mit Laufen anfängst. Ja, ihr seid echt. Na gut, dann nicht. Das heißt, wir fangen mit dem Fahrrad an, wenn ich das jetzt mal so richtig überschlage, oder? Das meiste ist Radfahren und zwischendrin einmal schweben. Ich weiß nicht, ob was schweben ist. Bevor wir damit anfangen, möchte ich noch mal einen Literaturhinweis machen. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, das ist so ein echter Klassiker zu dem Thema, was wir gerade ganz kurz angetickt hatten. Nämlich, da haben Leute eine Studie gemacht. Das ist noch keine 10 Jahre her. Ich pack's mal in den Chat. Über Neuroimaging. Und zwar haben sie Folgendes gemacht. Die haben, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Studie erwischt, aber ich denke schon. Die haben ein und die gleichen Daten in verschiedenen, sogar in der gleichen Software, die ein Bild produziert aus Rohdaten, auf verschiedenen Betriebssystemen laufen lassen. So, und jetzt dürft ihr dreimal raten, was passiert ist. Das sind Ergebnisse, wo wirklich einfach mit bloßem Auge wirklich signifikante, also wirklich für die Interpretation, was da für ein Krankheitsbild ist oder so, Unterschiede waren, ja. Und dann haben sie das Gleiche nochmal gemacht mit verschiedenen Versionen, also verschiedene Versionen der Software und dann in Kombination mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Und es ist ganz klar, was da passiert, nicht? Da werden irgendwelche Bibliotheken vom Betriebssystem, von der Software benutzt, für das Darstellen von Bildern. Und es führt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist total krass. Und diese eine Studie gibt einen sehr schönen Hinweis darauf, warum allein die Ebene Methoden drüber laufen lassen, also irgendwas Algorithmisches, auf die gleichen Rohdaten, total schwierig, deterministisch vorauszusetzen ist. Ja, das ist also gerade sowas wie Komplexes, wie ein Bild erzeugen oder so. Und die Abhängigkeiten durchschaut man nicht mehr. Und das ist wirklich ein Riesenthema. Also werft einen Blick auf diese Studie, faszinierend. Krass. Auf Windows bestimmt Krebs, sagt ja einer. Ja, so ungefähr, ne? Das war jetzt ein Witz, aber so ungefähr, ja. Mhm. Das war der Dumme. Oh, sorry. Ja, genau. Okay, ja, aber sehr gut. Das, ich nehme die auch noch in unsere Shownotes auf. Da könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Ich packe auch meine Präsentation da natürlich nochmal rein. Könnt ihr euch nochmal im Detail angucken. Meine schöne PowerPoint. Sehr schöne Schriftarten hattest du auch. Ja, ne? Ich habe auch. Wenn muss man es schön machen, sei froh, dass ich keine Animationen gemacht habe. Nächstes Mal kommen Animationen. Ja, gut, das heißt, wir fangen an mit Fahrradfahren, Henning. Genau. Also, ich habe neulich Radio gehört und da kam mir ein oder
Podcast höre ich natürlich. Ich höre irgendwie Audios souverän, zu souveränen Zeitpunkten. Und da hörte ich über eine Studie, dass Fahrradfahren, dass irgendwie der Fahrradverkehr zugenommen habe und dass es jetzt auch eine Korrelation gibt, dass die Anzahl der Leute, die Fahrrad fahren, insbesondere unter formell hochgebildeten Menschen zugenommen habe. Und da habe ich erstmal aufgehorcht, weil ich ja als Fahrradfahrer fühle ich mich ja grundsätzlich im Recht und bin das ja auch objektiv gesehen und denke immer, alle anderen, die sich nicht an die Regeln halten, insbesondere die ganzen Autofahrer, die sind einfach ein bisschen blöd. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das bestätigt natürlich sehr mein Weltbild, obwohl das natürlich eigentlich Quatsch ist, weil es natürlich nichts mit formeller Bildung zu tun hat, ob Leute irgendwie sich an Regeln halten oder nicht. Aber dann habe ich doch gedacht, das klingt doch mal nach einer spannenden Studie und habe da mal hinterher geguckt. Ich packe euch hier mal den Link zu der einen Studie, es gibt auch noch nachher noch eine zweite, hier in den Chat. Und da ist also ein Forscher, der von der Uni Köln ist, der Ansgar Hude, und der hat das da analysiert, sozusagen, wer fährt wie viel Fahrrad und wie sehr hat das zu oder abgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und er hat das halt speziell in Deutschland gemacht. Da habe ich mich erstmal gefragt, wenn man das so hört, sozusagen man versucht zu klassifizieren, wie ist der formale Bildungsgrad von manchen Leuten und dann wie viel fahren die Fahrrad und wie entwickelt sich das über die Zeit? Da fragt man sich ja erstmal, welche Datensätze gibt es da eigentlich? Also welche Arten von Daten hat man? Also, oder wie misst man das? Fährst du Leuten hinterher und guckst, wie lange fahren die? Hey, sie da, haben sie überhaupt ein Abi? Genau. So was. Und das fand ich eine spannende Frage. Und dann, wo stammen eigentlich die Daten her? Und dann habe ich mich da in diese Studie so ein bisschen reingelesen. Die ist übrigens auch Open Access. Ich habe diesmal nicht wieder den Fauxpas begangen, hier eine Closed Access Studie mitzubringen. Ihr könnt euch das alles angucken. Haben Sie Latinum? Ja, genau. Kannst du mal auf Latein die Leute anschnacken auf dem Fahrradweg. Also er hat leider keine eigenen Daten erhoben, oder was heißt leider, aber wahrscheinlich kannst du das eh nicht leisten. Aber er hat eine bestehende Datenanalyse genommen und da hatte er bis zu, ich glaube, habe ich jetzt hier, Moment, wo ist dieses Sample? Ich muss mich hier nochmal in die richtige Ecke scrollen. Also ich meine, er hätte bis zu 800.000 Datensätzen gehabt. Eine Sekunde, ich muss mich hier, glaube ich, nochmal weiter scrollen, die er analysiert hat, die aber sozusagen nicht selber erhoben hat. Genau, also 700.000 Trips waren das, also Fahrten von 190.000 Individuen. Und da stelle ich mir ja schon erstmal die Frage, wie kommt man an solche Daten? Also jetzt aus Deutschland sind die wohl. Aber leider macht er darüber keine genaue Aussage. Er verlinkt zwar die Studie, wo das her ist, und das scheint eine Umfrage zu sein, die irgendwie zum Beispiel auch vom DLR, die auch Verkehrsforschung machen, daher zu stammen scheint. Und da haben sie also dann haben sie diese ja wirklich große Menge an Daten rausgezogen. Und dann hat er sich angeguckt, es gibt halt zusätzlich dann noch so Daten, wie alt sind die Leute und welchen formellen Bildungsgrad haben die und wie weit fahren die zum Beispiel. Und ich zeige euch jetzt gleich mal hier einen Screen eines Ergebnisses, bevor ich dann noch mal ein bisschen auf die Datenkritik auch eingehen möchte. So, jetzt gehe ich mal hier auf Bildschirm teilen. Und jetzt will ich euch mal hier den Chrome-Tab, diesen hier teilen. Zack. Machst du schön, super.
So, und da sieht man also einerseits, man sieht drei Charts, 1996, 2008 und 2018. Und dann sieht man unten aufgeschlüsselt, das dunkelblaue sind also in mittelgroßen Städten und großen Städten, das ist bei ihm, glaube ich, ab 50.000 EinwohnerInnen. Die dunkelblauen Sachen sind die Leute mit hoher formeller Bildung. Und die hellblauen sind die in den auch großen Städten, aber mit formell niedriger Bildung. Und dann die orange und blassorange und was sind das für eine Farbe? Beigen Säulen sind die wie auf also nicht städtischen Gebieten auf dem Land. Dann mit formell hoher und formell niedriger Bildung. Und man sieht dann immer so eine gestrichelte Linie, das ist der Average, also der Durchschnitt, wie viele Leute insgesamt Minuten pro Woche radeln. Und da sieht man, dass es 1996 schon so war, dass gerade in Städten und gerade bei den formell höher gebildeten Leuten der Wert höher war als im Durchschnitt. Und je eher du auf dem Land bist und je eher du eine formell niedrige Bildung hast, desto weniger radelst du im Vergleich zum Durchschnitt. Und dann sieht man halt, dass sich das nach 2008 im mittleren Bereich und nach 2018 im rechten Bereich halt so verändert, dass einerseits der Average auch ein bisschen steigt, also von so Größenordnung irgendwie, weiß ich nicht, 26 Minuten bis hin zu, was sind das dann, 38 Minuten oder 37 Minuten vielleicht 2018. Also insgesamt wird mehr geradelt pro Woche in Minuten. Aber insbesondere entfernen sich diese Balken vom Durchschnitt und am meisten radeln also Leute, die eine formelle hohe Bildung haben in der Stadt. Und das war sozusagen die diese eine Folie, die ich euch zeigen wollte. Ich habe da mal versucht, ein bisschen stärker in die Daten einzusteigen, um zu gucken, wie die insbesondere das, wie wird das zum Beispiel bewertet. Was ist eine formal hohe Bildung oder so. Mhm. Und in seinem Fall ist es halt so, dass Leute mit also nicht nur mit Abitur, sondern mit einem Hochschul- oder mit einem Hochschulabschluss gelten bei ihm als formal hochgebildet. Also so ab Bachelor quasi. Ab Bachelor, okay. Denke ich, ja, genau. Okay. Die Frage, was mich noch ein bisschen dann bei den Daten gewundert hat, war, dass er zum Beispiel Arbeitspendelei hat da komplett ausgeblendet. Also er hat gesagt, irgendwie bei der Arbeitspendelei könnte man sich das ja nicht so gut aussuchen. Und deswegen hat er die ganzen Daten, die es zur Arbeitspendelei gab, da rausgeworfen. Das hat mich irgendwie ein bisschen erstaunt, konnte ich nicht so ganz verstehen. Und nee, verstehe ich auch nicht. Also gerade Arbeitspendelei ist ja doch ein großer Teil, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also jetzt ist, oder ging es dann tatsächlich, also die Fragestellung war ja aber nicht nur nach Freizeitaktivität, sondern ein allgemeiner Boom von Fahrradfahren, oder? Ja, genau. Also so wurde es zumindest auch im Abstract verkauft und trotzdem sagt er, Work-related Trips hat er rausgenommen. Okay, finde ich jetzt weird. Also hier weird Beat sieht es genauso, dass das gerade das Interessante ist, was die Arbeitspendelei angeht. Ja, und genau. Ich denke, dass es auch bei der Arbeitspendelei ja durchaus einen Faktor zumindest gibt von Freiwilligkeit, oder? Also wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Wohn- oder Arbeitsort zu wählen, könnte das eine Sache sein, die einfließt, ob man mit dem Fahrrad pendeln kann oder so. Oder in der Stadt gibt es viele Situationen, die ich kenne, wo ich eigentlich entscheiden kann, ob ich ÖPNV oder Rad nehme oder so. Ne? Also es ist nicht so, dass es jetzt rein determiniert ist durch irgendwas anderes, was nichts mit den eigenen Neigungen oder so zu tun hat. So kann man es eigentlich nicht sagen. Ja. Nee. Die Frage von Virginipick finde ich noch ganz interessant. Jetzt bin ich hier gerade in meinem anderen Fenster, sag mal bitte. Oder ich lese mal vor, ist die Ausbreitung von E-Bikes und deren Anschaffungskosten eigentlich berücksichtigt? Weil hohe Bildung wird ja meist besser entlohnt. Sad, ja. But true. Ja, genau. Mhm. Ich hatte euch ja gerade schon die Entwicklung gezeigt und der letzte Entwicklungsstand, den ich hier gezeigt habe, ist 2018. Und so wie ich das verstanden habe, endet die Datenerhebung eigentlich sogar 2017. Und insofern, da gab es zwar auch schon irgendwie Pedelecs, aber gut, das wächst halt auch irgendwie exponentiell, die Pedelec-Verbreitung. Aber in meiner Wahrnehmung war das da noch nicht so ein Riesending.
Ich habe das aber an einer Sache, kann ich mal zeigen, wo ich mich das so ein bisschen auch gefragt habe. Ich teile nochmal eben eine zweite Folie, die er da gemacht hat. Tada. So, Claudia, kannst du es nochmal schick machen? Ja. Da sieht man jetzt hier die Entfernungen. Also wir haben hier vier verschiedene Charts. Das erste ist die Entfernung, wie lange also eine Fahrt geht unter 1,5 Kilometer, dann oben rechts an 1,5 bis knapp 5 Kilometer, dann 5 bis 10 und 10 bis 15 Kilometer. Mhm. Und da sieht man einerseits die Entwicklung jeweils von 1996 bis 2018 und das wiederum auch aufgegliedert in dunkelblau halt die Hochgebildeten in den Städten bis zu hellbeige die formell weniger Gebildeten auf dem Land. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob gerade bei den Longtrips da 10 bis 15 Kilometer, wo am Schluss das halt so ein bisschen hoch geht bei den hochgebildeten Großstädtern, ob da irgendwie schon sowas drinsteckt, dass man längere Fahrten fährt, weil man vielleicht irgendwie elektronischen Rückenwind hat. Aber rausfinden konnte ich es nicht, ob es daran liegt. Und aus meiner Sicht geht der Trend dazu auch eigentlich erst ein bisschen später los. Super interessant. Also da stelle ich mir gleich die Frage, ob das in der Verkehrsforschung üblich ist, ob das so eine Art Betrachtungsweise ist, weil ich hätte auch vermutet, dass man, also was jetzt auch in der Diskussion bei uns ja schon so ein bisschen durchkam, sozusagen das Mobilitätsbudget sozusagen das Einzelne mehr betrachtet und guckt, wie sich das aufteilt, ja, weil oft ist es so ein gewissen Teil, gewisse Strecken jedenfalls, ne, Sachen, die mit Einkaufen zu tun haben, mit Job, muss ich sowieso zurücklegen und dann ist eher die Frage, welche Modalität, also einen wie hohen Anteil hat das Fahrradfahren an dem Gesamten oder so und das, naja, für viele Fragestellungen, glaube ich, wäre das aussagekräftiger, aber was weiß ich, ist nur eine Vermutung jetzt mal. Ja, ich habe auch so, da kommen ja noch so weitere Fragen auf. Mr. Prosser hatte gesagt, die Wege auf dem Land sind ja auch weiter, wo ich mich dann auch gefragt habe, ist denn die Verteilung vielleicht auf dem Land dann einfach eine andere? Es wird, die Strecken sind im Mittel, oder es gibt häufiger mal lange Strecken, weil man eben tatsächlich lang fahren muss, ne? Aber das machen natürlich viel, viel weniger Leute. Aber das konnte ich jetzt aus den Daten auch nicht so direkt sehen. Genau, also ich fand es wie einen spannenden Punkt von, man hört mal irgendwie in einem Wissenschaftspodcast so eine Schlagzeile bis hin zu, klingt interessant, klingt auch sozusagen einerseits nach so gesamte soziologischen Erkenntnissen, die man da haben kann, die auch was mit dem eigenen Leben vielleicht zu tun haben. Und dann geht man mal so ein bisschen in die Daten rein und dann fragt man sich aber doch, auch wenn ich jetzt nicht wirklich das wissenschaftlich kritisieren kann, diese Veröffentlichung, aber zum Beispiel diesen Punkt, dass da einfach nur in einer Zeile rausgenommen wird, so Work-Related Trips are excluded, Punkt. Wo ich mich dann schon frage, ja, macht es das jetzt wirklich besser und ist die Rechtfertigung dafür eigentlich gegeben? Hätte in der Abschlussarbeit einen Kommentar dran gemacht, warum? Fragezeichen. Und genau, richtig. Ja. Minuspunkt angekreidet. Ja, und das war die Studie, die ich mir mitgebracht habe. Dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist ja das Thema Fahrradfahren ein total vielfältiges und wir als Forschungsstrom, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und eigentlich machen wir ja auch manchmal gerne Experimente. Und deswegen hätte ich noch einen zweiten Teil zum Thema Fahrrad mitgebracht. Ich habe nämlich bei mir im Bücherregal dieses wunderschöne Buch gefunden. Da geht es um Fahrradphysik und Biomechanik. Und ich habe nämlich mal in meinem Physikstudium mal ein Seminar gemacht zum Physik des Fahrradfahrens. Und da fand ich ganz interessant, dass halt, ja, es ist erstaunlich, weil alle Leute oder die allermeisten Leute können Fahrrad fahren und das funktioniert auch so ganz gut. Aber es steckt da doch eine Menge an Wissenschaft drin, ohne dass man das sich so bewusst ist. Und da wollte ich euch noch mal kurz was demonstrieren. Ich weiß nämlich ob ihr das wusstet, aber Fahrräder zum Beispiel, man kann ja auch freihändig fahren. Ne? Und könnt ihr freihändig fahren? Hände hoch im Chat, wer nicht freihändig fahren kann. Also wenn nicht freihändig fahren, okay, gut. Ja, dann. Ja, ja. Konnte ich mal. Und das Interessante, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber okay, gut. Ja. Das Interessante ist aber auch, Fahrräder können auch ohne Fahrer alleine fahren und kippen nicht unbedingt um. Und dazu
wollte ich euch mal ein bisschen was zen. Ich habe hier nämlich ein Demonstrationsexperiment und da muss ich mal kurz hier ein bisschen umbauen. Eine Sekunde mal eben. Dann mache ich die schon mal groß. Ja, das wäre gut. Achso, nein, nicht mich. Oh nein, oh, ein bisschen weg vom Mikro. Ich hoffe, man hört mich vorbereitet. Wir schauen mal. Ich habe da mal was vorbereitet. So, jetzt Bildungs-TV geht jetzt hier los. Okay. So, also es ist so, wo sieht man das denn gut? Ich muss mal hier ein bisschen mehr runter, glaube ich. So. Also es ist ja so, wenn man mit dem Fahrrad in die Kurve geht, dann neigt sich ja das ganze Fahrrad zur Seite. Das Interessante ist aber, dass sich nicht nur das Fahrrad zur Seite neigt, sondern man sieht vielleicht auch, dass der Lenker so ein bisschen mit in die Kurve, in dieselbe Richtung geht. So, ich neige mal das Fahrrad nach hier. Genau, also wenn ich das Fahrrad von mir aus gesehen nach links neige, dann geht der Lenker nach links. Wenn ich das Fahrrad von mir aus gesehen nach rechts neige, dann lenkt auch der Lenker ein bisschen nach links. Das ist jetzt hier nicht so ganz so gut zu sehen. Wenn ein bisschen besser zu sehen ist es manchmal, wenn man das Fahrrad anhebt. Ich mache das nochmal so und das zur Seite legt. Dann lenkt das Fahrrad zu der Seite, wo man das hin lenkt. Und das ist ein Punkt, den behalten wir mal im Kopf. So. Und das führt nämlich dazu, dass man freihändig Fahrrad fahren kann. Denn wenn ich mich zum Beispiel nach links lege beim, ist das jetzt hier links von euch? Nee, für euch sieht das aus wie rechts, oder? Aber wir wissen, dass es links ist. Dann lenkt wenn ich sozusagen den ganzen Sattel vom Fahrrad gegenüber der Fahrspur nach links neige, dann lenkt auch der Lenker ein bisschen nach links. Und das führt dazu, dass das ganze Fahrrad nach links lenkt. Und der Schwerpunkt des Fahrrads wieder unter meinen Schwerpunkt rutscht. Und dann habe ich gedacht, muss ich das eigentlich mal ausprobieren und muss ich es euch mal zeigen. Und hier in der Wohnung geht das aber leider nicht, dass ich das Fahrrad jetzt hier selber anschiebe und euch irgendwie zeige. Aber ich war am Wochenende draußen. Und jetzt kannst du gerne mich noch mal groß machen. Ich versuche nochmal hier ein Fenster zu teilen und mal ein Video zu zeigen. Du hast mit deiner GoPro auf die Brust ja, so geheftet oder auf den Helm. Geht ab. So ungefähr. Bist unser Action-Man, wirklich. Also. Ja, Action-Man, ne? Genau. Jetzt bitte alle so, Zuschauer an den Geräten daheim anschnallen. Es wird gleich ganz schwindelerregend bestimmt, was wir jetzt sehen. So, seht oder? Ihr hier ein Fahrradfenster? Das tun wir. Ja. Okay, dann, ich wollte euch das nochmal zeigen. Man kann das sozusagen beim Hochheben besser sehen. Also wenn man das Fahrrad sozusagen insgesamt neigt, dann dreht der Lenker ein. Und dann habe ich gedacht, dass ich das Fahrrad mal von selber fahren und habe das mal einfach einen Berg runtergeschmissen. Deswegen auch der Downer. Wenn man das allerdings, wenn man das zu langsam macht, dann fällt das Fahrrad um, weil es gibt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit. Wenn es aber sozusagen schnell genug ist, dann fährt das Fahrrad von selber, zumindest bis es dann irgendwann zu langsam wird und dann doch umfällt. Und hier sieht man also, dass, und das Interessante, worauf ich eigentlich drauf hinaus will, ist, dass es hier immer so ein bisschen Lenkbewegung gibt. Jetzt kurz nach links, ein bisschen links und jetzt nach rechts. Und es fällt aber nicht einfach so zur Seite um, sondern man sieht jetzt hier, dass der Lenker wirklich nach links und nach rechts ausschlägt. Und das kommt daher, dass wenn es sozusagen eine Instabilität zu einer Seite gibt, ich halte hier nochmal an, ja gut, rückwärts, genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Also wenn es eine Lenkinstabilität zu einer Seite gibt, dann wird die wieder ausgeglichen durch das Lenken, was dadurch passiert, dass der Lenker halt so einschlägt, wie ich euch das eben gezeigt habe. So, dann kann man sich noch fragen, was passiert, wenn man das rückwärts fahren lässt. Das geht gar nicht, ist nicht stabil. Oder man kann sich fragen, was passiert, wenn man den Lenker festbindet. Ich habe jetzt hier versucht, den Lenker festzubinden. Und auch dann fällt das Fahrrad um. Also es ist ja auch das Tape gerissen, das war nicht so besonders stabil gebaut von mir. Jetzt aus der Rückwärtsperspektive. Es fällt sofort um. Jetzt habe ich versucht, das hier nochmal mit, nicht mit so Tape festzumachen, sondern eher mit Kordel. Und auch dann fällt das Fahrrad sofort um, weil der Lenker nicht diese Lenkbewegung machen kann. Na gut, also ich zeige euch das nochmal, weil es so schön war hier. Ja, bitte. Dürfen wir das Video auch auf die Webseite stellen? Aber hallo. Also sehr zu gut. Langsam funktioniert dann, nicht. Noch zugeschickt. Okay.
Das ist die Ego-Perspektive von auch ein bisschen zu langsam. Und dann, wenn man schnell genug loslässt, und dann sieht man schon dieses Lenken teilweise nach links, teilweise nach rechts. Du hast nicht mehr den Hund erwischt, der da im Hintergrund lang ging. Ja, nee, du, der wollte vom nicht. Vom 420 hat schon gesagt, Henning, der Hundeschreck. Eben Huser sagt schon das arme Fahrrad. Ja, toll, genau. Toll. Henning, damit kriegst du irgendeinen Preis für kuriose Verkehrsforschung. Absolut. Oder so. Ja, das ist doch aber wirklich kreativ. So, das wollte ich euch doch mal gezeigt haben hier. Ja, mega cool. Die Frage ist sozusagen, warum das Fahrrad halt sich aufrecht hält, ist nicht ganz so einfach. Also ich habe es jetzt sehr stark vereinfacht. Also die Tatsache, dass der Lenker so einlenkt, wenn man das kippt, ist ein Teil, aber es ist auch gar nicht so einfach zu erklären, warum das eigentlich so ist, dass der Lenker so einknickt. Und ein interessanter Teil, den wollte ich euch nochmal eben als letzten Teil visualisieren, mit dem Fahrrad von meiner Tochter. Das müssen wir uns nämlich nochmal angucken. Da gibt es nämlich eine spannende Sache, die eigentlich jedes Fahrrad hat, der man sich aber so als normaler Mensch gar nicht bewusst ist. Also, wir haben hier das Vorderrad. Wir konzentrieren uns mal auf das Vorderrad. Und da wollte ich mal was dran zeigen. Nämlich, wenn ich mich zum Beispiel frage, wo setzt das Vorderrad eigentlich auf? Das Vorderrad setzt da auf, wo es ganz weit unten ist, also direkt an der Achse nach unten gezeigt. Also hier, ich hoffe, man sieht das, wo hier das Holz auf den Boden geht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil hier der Kontaktpunkt des Reifens mit dem Boden ist. Eine andere wichtige Sache ist aber die Lenkachse. Die Lenkachse ist hier. Das ist die Verlängerung des Lenkstabs. Und die Verlängerung des Lenkstabs durch die Vorderradachse durchgesehen ist an einem anderen Punkt. Die ist ein bisschen weiter vorne. Und das nennt man den Nachlauf. Und dieses Fahrrad hat einen positiven Nachlauf, weil die Verlängerung der Lenkachse vor dem Aufsatzpunkt ist. In diesem Fall würde ich sagen, vielleicht so 4-5 Zentimeter. Und das ist ganz interessant. Ich komme wieder zurück. Das ist ganz interessant, denn das ist nicht zufällig so, sondern dieser Nachlauf und ein positiver Nachlauf ist halt ganz, ganz besonders wichtig, damit so ein Fahrrad stabil ist. Und deswegen, das habe ich hier in diesem Buch nochmal nachgeschlagen gehabt, da hat man hier diese schöne Zeichnung. So. Mhm. Und da unten sehen wir, dass einerseits, hatte ich nicht einen Stift, ich hatte einen Stift, dass hier dieser kleine Abstand zwischen diesen beiden Punkten, das eine ist der Auflagepunkt des Fahrrads und das andere ist die Verlängerung der Lenkachse. Und wenn die sozusagen in dieser Reihenfolge sind, sprich die Verlängerung der Lenkachse vor dem Auflagepunkt ist, dann läuft das Fahrrad stabil. Und deswegen sieht man immer bei Fahrrädern, wenn man mal darauf achtet, dass meistens die Lenkachse kommt da so runter und dann geht das so ein bisschen nach vorne. Es ist so ein bisschen nach vorne gebogen, die Gabel, bevor dann die Aufhängung der Achse kommt. Und da kann man halt jetzt hier seitenweise komplett leider nicht gelatechte Mathematik betreiben. Aber wirklich wichtig ist halt, dass der Nachlauf positiv ist für die Stabilität des Fahrrads. Und ich habe das auch schon mal gesehen, dass halt so Fahrräder, auf denen man total entspannt fährt, so ein Hollandrad oder so, da gibt es einen sehr hohen Nachlauf. Also da ist diese Biegung von der Vorderachse ist sehr stark. Und bei eher sportlichen Fahrrädern, die dann wendig sind, aber nicht besonders stabil und auf denen man auch nicht besonders gut freihändig fahren kann, bei denen ist dieser Nachlauf sehr klein. Das heißt, diese Biegung der Gabel zur Vorderachsenaufhängung nicht besonders groß. Und ja, das wollte ich einfach als Erkenntnis noch mal mitbringen. Und insofern hoffe ich mal, dass ihr trotzdem noch Fahrrad fahren könnt. Aber jetzt habt ihr vielleicht was zum drüber nachdenken, warum bei manchen Freihändigfahrerinnen das einfach nicht so einfach ist. Cool, cool. Ja, ich meine, wenn es einem so erklärt wird, hat man sofort total die Zweifel, ob das überhaupt funktionieren kann, oder? Ich setze mich nie wieder auf ein Fahrrad. Das ist alles viel zu voraussetzungsreich. Ja. Das ist jedes Mal so, wenn man zu viel drüber nachdenkt beim Fahrradfahren, dann wird es schwierig. Ja.
Ich wollte gerade noch hinweisen, Frank87 hatte ein total spannendes Video noch reingeteilt. Also ich kenne das Video persönlich noch nicht, aber es ist von Veritasium. Den dürftet ihr kennen, den YouTuber. Ah. Der macht immer sehr, sehr gute Videos. Der erklärt, warum Fahrräder stabil sind, also warum sie überhaupt so stabil sind. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Glaube ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir das dann nochmal anschaue. Weil das war mir gar nicht so klar. Ich denke selten über das Fahrradfahren nach, ehrlich gesagt. Ja, also klar, die Videos, das persönlich habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, ein anderes Video von Minute of Physics oder so gesehen, das ich auch sehr gut fand. Und was ich auch sehr empfehlen kann, es gibt noch von Smarter Everyday, dem Destin Sandler, glaube ich, heißt er, gibt es eine Folge, wo er ein manipuliertes Fahrrad fährt. Das ist sehr lustig, packe ich auch noch in die Shownotes. Normalerweise ist ja, wenn du sozusagen nach links lenkst, dann lenkt das Fahrrad auch nach links. Und er hat ein manipuliertes Fahrrad, wo da eine Drehachse mehr zwischen der Lenkachse und dem Lenker eingebaut ist, sodass, wenn du nach links lenkst, das Fahrrad unten, also der Reifen, nach rechts lenkt. Oh. Und das ist also eine Manipulation des Gehirns. Und das Interessante ist, dass du auch als kognitiv bewusster Mensch das nicht einfach so mit "ich lenke jetzt andersrum" abstellen kannst. Und wie viele Monate er gebraucht hat, um dieses Fahrrad fahren zu lernen, das könnt ihr im Video von Smarter Everyday lesen. Ach du meine Güte. Cool. Mein Gehirn ist schon überfordert vom dran denken, ehrlich gesagt. Und ich krieg schon aufgeschlagene Knie vom drüber nachdenken. Ja, das war's von mir. Ja, schön. Das ist jetzt nochmal steil vorgelegt. Ja. Da können wir nicht mithalten, also ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Ja gut, aber es ist ja auch so, man muss ja auch im Team beim Triathlon... das ist ja halt eine Gruppenleistung. Also da muss man ja auch, wir machen ja eine Gesamtzeit, ne? Also es ist ja. Das stimmt. Ne? Ich bin der eine beim Triathlon, der am Rand steht und schlaue Sprüche macht. Los, weiter, Claudia! Du reichst das Wasser an. So, die Rolle gibt's. Ich reich das Wasser, genau. Das Ding ist, beim Triathlon macht ja einer alleine. Du musst alle drei Sachen machen, Lambert. Ne, es gibt auch Staffeltriathlon. Ah, okay. Ja. Aber dann würde ich schwimmen. Schwimmen kann ich. Es gibt ja nichts, was ich weniger mag an Sportarten als Laufen. Echt? Ich hasse Laufen. Absolut. Ich kann Jogging, Rennen, Sprinten, alles nix. Alles nix für mich. Ja. Ja, aber also du hattest dir aber jetzt nicht Schwimmen ausgesucht, sondern du hattest ja gesagt, dein Thema wäre Marathon. Genau, mein Thema ist Marathon. Das ist jetzt vielleicht, war vielleicht ein bisschen irreführend, aber soll ich weitermachen mit dem Marathon? Mach doch weiter. Ja, bitte. Also, es ist ein bisschen witzig, weil ich möchte über Marathon reden, aber über meine Art von Marathon. Und jetzt könnt ihr mal raten, was meine Art von Marathon ist. Irgendwas mit Spielen. Binge-Watching. Damit gehen 100 Gummipunkte an JP, der kennt mich zu gut. JP kennt mich zu gut. Aber exakt, Punktlandung. Aaron ist Serienmarathon. Absolut, genau richtig. Ihr seid zu gut für uns. Ja, ihr kennt uns, die kennen uns alle schon, weißt du? Die wissen schon, wie wir so denken. Das ist, der Nachteil, wenn man so lange mit den guten, treuen Fans zu tun hat, die wissen alles schon. Ja, genau, ich wollte eigentlich, wie immer, ne, es ging gar nicht darum, dass ich ein Thema für Forschungsstrom gesucht habe, sondern ich habe aus meinem Alltagsleben eine Frage gehabt, die ich mir beantworten wollte und habe gedacht, ich erzähle euch nochmal darüber, was passiert ist, als ich versucht habe, eine Antwort zu finden. Denn ich gucke im Moment mal wieder, ich bekenne mich schuldig, das wiederholt dieselbe Serie guckens, schaue ich gerade wieder Friends. Ich weiß nicht, habt ihr zwei schon mal Friends geguckt? Ehrlich gesagt, nein.
Also bei mir ist es sehr lange her, als ich noch einen Fernseher hatte und als man noch abends wegging und dann noch irgendwie besoffen wiederkam und dann irgendwie noch eine halbe Stunde runterkommen musste. Da habe ich, glaube ich, mal Friends geguckt, aber das ist schon sehr lange her. Aber ich habe jetzt in der Pandemie schon bei ein, zwei Leuten gehört, dass das irgendwie als zusammen Sport geworden ist. Ich weiß nicht, hat das irgendwelche pandemiespezifischen Bezüge oder einfach nur, weil man Zeit hat und zu Hause ist? Friends gucken oder Binge-Watching? Friends-spezifisch meinte ich das jetzt. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es liegt daran, dass man jetzt alleine zum wiederholten Schauen von Serien, das ist ja ein gewisses Gefühl von, ich weiß ja schon, was kommt. Das ist ja, also es ist tatsächlich so, wenn man häufiger dieselben Film oder dieselbe Serie guckt, dann ist man weiß ja genau, was kommt, man wird nicht überrascht. Das hat so ein bisschen was von Control Freak. Ne? Also ich weiß schon, was mich emotional erwartet. Ich gucke ungern neue Filme, ohne vorher mich zu spoilern, ob es ein schlechter oder ein gutes Ende hat. Ich oute mich da mal, weil das für mich schwierig ist. Und vielleicht deshalb, gerade in so einer Pandemiezeit, aber das ist jetzt Spekulation, möchte man vielleicht was gucken, wo man weiß, was kommt. Aber ich dachte halt, ich gucke Friends und zwar so, dass ich in meiner Mittagspause, wenn ich Mittagessen mache, dann gucke ich so ein, zwei, manchmal drei Folgen Friends. Die sind immer so 25 Minuten. Passt also in so eine Mittagspause 1 bis 3 Folgen, je nachdem, wie man es ausreizt. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich schon Binge-Watching, was ich da mache? So. Und dann kam ich drauf, dass ich Friends nicht nur auf Netflix momentan schaue, sondern dass ich diese Friends-DVD-Box besitze. Also das ist so ein richtiges, fettes, ja, irgendwie 10 Staffeln oder so, ist ein Riesending. Und ich habe das damals schon, also das ist ja schon 10 Jahre her oder so, habe ich das geguckt. War das damals schon Binge-Watching und gab es den Begriff da eigentlich schon? Und dann fiel mir ein, was hier Aaron gepostet hat, ein Serienmarathon. Dann gibt es ja noch diesen Marathonbegriff und ich kenne das als Filmmarathon. Also wenn ich jetzt irgendwie alle 3 Herr der Ringe-Teile im Kino nacheinander gucke. Ist das Binge-Watching oder ist das ein Filmmarathon? Das ist ja mehr so ein Event und nicht so das Alltägliche. Und deswegen hatte ich so ein bisschen meine Frage, okay, was verstehen wir denn jetzt eigentlich unter Binge-Watching? Und im Prinzip bin ich auf genau das gleiche Problem gestoßen, was ich eben mit Reproducibility und Replicability hatte. Mhm. Ist erst Binge-Watching, wenn Netflix einen fragt, ob man schon guckt. Ob man noch guckt, ja. Ob man noch und du guckt, könntest ja nicht näher dran sein, Nika. Du könntest nicht näher dran sein. Ich habe mehrere Paper dazu mir angeschaut und quergelesen und durchgelesen. Ich habe heute also nicht ein einziges Paper dabei, das ich euch hier posten könnte. Zumal 2 davon müsstet ihr euch bei der total netten Kollegin, die ihr alle kennt, ausleihen und runterladen, weil die leider nicht Open Access sind. Aber die nette Kollegin, die hilft euch bestimmt weiter. Genau, also da gibt es einiges an Literatur. Und das Spannende ist, dass dieser Begriff Binge-Watching offenbar sehr, sehr eng verknüpft ist an Netflix. Also das war mir nicht bewusst und ich habe das nur auch in diesem einen Artikel jetzt gelesen und hatte aber es nicht geschafft, jetzt noch viel weiter einzutauchen. Aber dieses viele Folgen am Stück gucken und länger gucken ist etwas, das Netflix ganz stark am Anfang in das Marketing aufgenommen hat, ne? Und dann gesagt hat, so schaut man heute Serien. Das ist die Art, Serien zu gucken. Ihr könnt euch die ganze Serie oder die ganze Staffel, wenn wir sie online stellen, auf einmal anschauen. Und so ist das heute das neue Normal, wie man Fernsehen guckt. Und dass allein dadurch dieser Begriff Binge-Watching oder Binge-Viewing überhaupt so groß geworden ist. Also es ist gar kein Begriff, der sich aus irgendeiner Definition entwickelt hat, sondern ein Marketing-Sprech Begriff, der sich entwickelt hat. Und das war mir vorher nicht so bewusst, dass das gar nicht so klar definiert ist, sondern so vom Marketing-Aspekt her kommt. Also Netflix ist schuld, dass es den Begriff gibt, so ein bisschen. Auf mehrfach ist. Sehr, sehr interessant. Ich hätte vom Sprachgefühl her eine andere Vermutung tatsächlich gehabt. Ich hätte getippt, dass das eine Sache ist, die Leute, die diese Kulturprodukte konsumieren,
ein bisschen geprägt haben und dass dann erst im zweiten Schritt Leute wie Netflix es aufgegriffen haben, begierig, um es für ihre Marketing zu verwenden. Aber wenn es so geklärt ist, dass das Netflix damit angefangen hat, so zu machen. Also ich würde nicht behaupten, dass es original erdacht ist von Netflix, aber sie haben es genommen und haben es zu ihrem Ding gemacht. Die haben das genommen und haben es gepusht. Ja, so das glaube ich sofort. Das genau. Ist, also, diese Leute, die diese Kulturvermarktung machen oder so, sind ja oft gar nicht so kreativ, oder? Die sind höchstens geschickt darin, sowas dann rauszupicken, wenn andere Leute, und dann benutzen sie es für ihre Sachen. Aber es ist enorm, wie das zugenommen hat. Also ich bekomme auch in den Empfehlungen bei mir in Netflix so eine Rubrik wie geeignet für einen Serienmarathon. Kann das sein? Ich glaube, da haben sie sogar so eine Formel. Ja, eine Kategorie. Ja, ne? Ja, genau. Ja, die habe ich auch schon gesehen und dachte so, oh nein, die gucke ich gar nicht erst an. Ja. Ich finde das hier, also ich finde hier, warte, den Kommentar, den finde ich super. Warte, ich muss ihn. ich mache meine Zeit als Student, würde ich sagen, wo Regelstudienzeit endet. Ich glaube, meine Studierenden sehen das ähnlich, wobei ich sagen muss, ich habe ja eher vor den, also da wo ich eigentlich hätte Hausarbeiten und mich für Klausuren vorbereiten und so, wo ich das hätte machen müssen, da habe ich viel gebingewatcht, aber das bin vielleicht nur ich. Ja, genau. Also ja, habe ich auch gemacht, allerdings war das bei mir noch nicht Netflix, sondern das war das Wohnheim-LAN, wo man dann irgendwo einen Server stehen hatte, wo ganz schlecht gerippte Divix hieß das damals. Oh. Und dann hat man immer das auf CD gebrannt und dann hatte man immer so Stapel von dieses Spiralen, CDs, diese gebrannten CDs auf diesen Spiralen, die man so... Ja. Und dann hat man die halbe Nacht gebraucht, um irgendwie eine Folge runterzuladen. Das war und dann legal, sind aber immer die Freunde, die nicht im Wohnheim wohnen durften, sind dann gekommen und haben dann sich dann da ihre Sachen runtergeladen und gebrannt. Ja. Genau. Ist alles jetzt verjährt. Ja, ist alles verjährt. Ja, das ist genau, das kann man nicht mehr machen. Ja. Ja, genau, also ich würde die drei Paper, die drei Texte kann ich euch gerne mal teilen. Die könnt ihr euch durchlesen. Das sind alles keine großen Texte. Ich hau die mal hier rein. Das ist einer, und das dürfte einer der bekanntesten sein zum Thema Netflix. Der kommt nämlich aus einem der bekanntesten Sammelbände zu dem Thema. Das heißt The Netflix Effect. Da sind tatsächlich mehrere Beiträge, die sich komplett um Netflix drehen, zusammengestellt. Da muss ich aber nicht sagen, ich fand das sehr beschreibend. Also der Titel ist The Cognitive Psychological Effects of Binge-Watching. Und da bin ich leider nicht, also der Artikel hat mich nicht abgeholt, weil das ist eine rein subjektive Beschreibung. Also so wie man es quasi empfindet, das zu schauen, und dann beschreibt die Person, dass der Partnermensch plötzlich keine Lust mehr hatte, dieselbe Serie mitzugucken, und dann fühlte man sich alleine plötzlich beim Gucken und was das alles so für psychologische Effekte hat. Aber das ist eher sehr deskriptiv einfach. Deswegen hat mich das nicht so sehr abgeholt. Und dann habe ich eben den Artikel entdeckt, der mich ein wenig, wie soll ich das sagen, darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine Debatte gibt. Und dieser Artikel ist jetzt nicht so wichtig, der dreht sich einfach generell darum, warum wir überhaupt Streaming nutzen. Ne? Warum gucken wir überhaupt über Streamingdienste unsere Angebote oder warum sitzen wir überhaupt vor dem Bildschirm und gucken? So, das war die große Frage. Und da war ein ganz, ganz kleiner Satz, der mich hat aufhorchen lassen. Da stand nämlich drin, Moment, Understanding On-Demand Television Experiences merely through the lens of binge viewing is insufficient. And that viewing experiences are likely much more varied. Also alleine sich darauf zu konzentrieren, Binge-Watching zu versuchen, ne, und warum ist das überhaupt so, wie es ist, reicht nicht. Und dann dachte ich mir so, ist das nicht, also erscheint mir so banal, so, ja klar. Ist das nicht so? Und dann wurde ein Artikel zitiert und der sagt tatsächlich, nein, das ist tatsächlich im Moment so oder vielfältig so, dass
ganz, ganz viel Binge-Watching-Studien oder Forschung gemacht wird und viel weniger, und da tut es mir jetzt leid, da müsst ihr bei der Kollegin dann vielleicht nachschauen, ob die euch den Artikel schickt. Da ist es tatsächlich so, dass der sagt, nee, wir müssen darüber reden, dass wir zu viel Binge-Watching oder Binge-Viewing-Forschung machen und total vergessen, dass das überhaupt nicht ausreicht. Und das fand ich total spannend. Also ich kann den Artikel sehr, sehr empfehlen, weil er fängt schon an mit dem schönen Satz, the concept has reached the point where it has outlived its usefulness for television studies. Also es ist quasi ausgeforscht zum Thema Binge-Viewing, Binge-Watching. Und aus mehreren Gründen hält er das für nicht mehr sinnvoll, sich darauf zu fokussieren. Also zum einen, es schließt ganz, ganz viel Variation aus, ne, was sonst passiert. Und zum anderen, Binge-Viewing ist überhaupt nicht klar definierbar. Also meine Frage war ja eingangs, was ist eigentlich Binge-Viewing und könnt ihr das beantworten? Also was würdet ihr? Kommst du schon wieder hier mit so einer Definitionsfrage um die Ecke hier? Es tut mir leid, aber da hänge ich immer dran. Das ist für mich wichtig, Dinge zu definieren. Ja, gut, und, aber da würde ich doch jetzt sagen, dann sagst du irgendwie, dann legst du fest, 3 Folgen pro Tag sind Binge-Watching, Punkt. Und wenn irgendjemand eine 4er pro 20-Stunden-Definition hat, dann ist es auch gut. Oder? Und ich definiere sowas wie Forschungsstrom hat erst Fame, wenn es das Phänomen von Binge-Watching von Forschungsstromfolgen gibt. Solange kann man nicht von einem wirklich medienmäßig wichtigen Phänomen sprechen. Ja. Nein, das war jetzt ein Problem. Ja, genau. Also das ist aber tatsächlich, also, aber Hennen, du hast völlig recht und so passiert das auch. Also die Leute definieren da wild vor sich hin. Ne? Also 2 Folgen, 4 Folgen, irgendeine magische Zahl, die dann da kommt und muss es hintereinander sein oder darf da Lücke dazwischen sein? Muss es eine bestimmte Menge am Tag, Minutenanzahl, so, also das, da gibt es alle möglichen Definitionen und das macht es allein schon einen Wust an Unübersichtlichkeit, dass du so eine klare Aussage, Binge-Watching macht das und das mit dir, überhaupt nicht treffen kannst. Weil die Definitionen an sich schon so unterschiedlich sind, dass du das nicht mehr pauschalisieren kannst, was du da gerade anguckst. Und das macht natürlich den Begriff wirklich nutzlos. Also, wenn der jedes Mal anders definiert wird, wie willst du denn damit arbeiten? Und ich glaube, ich weiß schon, welches XKCD-Comic JP da gerade. 927. Ich würde tippen. Ich würde tippen, es ist das mit den Standards. Ja. Natürlich. Ah, okay, ja. Das ist mein Lieblings-XKCD, das kann man auf der Webseite nachlesen. So früher wie Bibelzitate, oder? Dass man die Nummern von den wichtigsten Stellen auswendig kennt. Genau, kann ich halt einfach bei XKCD. Ja, also das ist ein total, also ich finde das eine total spannende Diskussionsstück. Also es ist jetzt ja wird keine eigene Forschung gemacht, sondern er stellt das alles zusammen und erklärt, ne, wo hier die Lücken sind. Und sehr interessant fand ich halt auch diese ganzen dass dieses, wenn wir das Binge-Watching so in den Fokus rücken, dass wir andere Fragen, die viel wichtiger sind oder die wichtiger sind, um unser gesamtes Verhalten zu verstehen, nicht mehr stellen. Also zum Beispiel so, dass das Binge-Watching nicht für jede Person das Gleiche bedeutet, dass sich das ja über die Zeit mit dem Alter, mit Lebenssituationen, mit pandemischen Situationen verändern kann, was das vielleicht bedeutet. Das wird alles nicht berücksichtigt. Und er stellt dann so eine ganze Liste von Fragen vor, die man stattdessen oder zusätzlich stellen sollte. Also so ganz allgemeine Fragen wie, wann schaust du eigentlich? Im Sinne von wann, zu welcher Tages- und Uhrzeit? Oder halt auch wann emotional, aus welchen Gründen, warum schaust du? Und warum schaust du weiter? Zum Beispiel, warum schaust du noch eine Folge? Wo schaust du? Mit wem? Ja, passiert das nur bei bestimmten Art von Programmen? Welchen Programme guckst du? Was hilft dir oder woran hängen deine Entscheidungen, ob du anfängst, was zu gucken oder nicht? Also das sind so Fragen, die viel mehr darüber hinausgehen, als zu erforschen, was macht, das ist Binge-Watching und wir gucken jetzt, was Leute machen, die genau das tun. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön und dass man nochmal guckt, okay, die kulturellen Aspekte von, warum setzen wir uns überhaupt vor den Fernseher,
so aufzugreifen, wie man das früher gemacht hat, weil im Prinzip ist ja mittlerweile so zu gucken, das neue Fernsehen gucken. Also es ist ja das neue, also wir gucken ja jetzt so. Das ist das neue Normal. Warum sollten wir es also noch irgendwie versuchen zu definieren? Warum können wir es nicht in aller Breite und Fülle? Aber ist Streaming das neue Fernsehen oder ist Binging das neue Fernsehen? Streaming und dazu Streaming, gehört halt natürlich so ein bisschen das Bingen, aber es ist ja nicht so, als wäre das neu. Also es ist ja nicht so, als hätte ich nicht früher auf Kabel 1 8 Folgen hintereinander NCIS geguckt. So, und das hat ja damals auch niemand als einziges Verhalten von Fernsehen oder dass man besonders untersuchen muss, so groß gemacht. Und sondern es war einfach ein Teil der Arten, wie man Fernsehen guckt. Und im Moment fokussiert sich die Forschung halt so stark auf Binge-Watching, dass dann diese ganzen anderen Dinge, die drumherum bei dem, was wir eigentlich ganz normal beim Streaming machen, dass die übersehen werden oder halt nicht so gut drin sind erfasst. Also mir fällt eine Parallele auf. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber vielleicht könnte es. Ich glaube, das ist bei solchen Sachen wie YouTube, also insbesondere bei YouTube, ganz viel Überlegung dazu gibt und wahrscheinlich auch viel Forschung, was das mit den Leuten macht, dass es einen automatischen Empfehlungsmechanismus gibt, der einen dazu verleitet, sich zurückzulehnen. Und obwohl es ja eigentlich das Medium ist, wo es eben nicht mehr den programmierten linearen Strom gibt, die trotzdem so zu benutzen oder so. Und es ganz viele Befürchtungen, so Leute radikalisieren sich, Fehlinformationen finden ihren Weg oder so, kreisen um dieses Phänomen. Und ich will das gar nicht verharmlosen, ist ja auch tatsächlich interessant, kann man ja drauf gucken oder so. Warum mir das nur einfällt, ist, eine Gemeinsamkeit ist die Programmierung, die beim Linearen so typisch ist und das bestimmt. Ja, es gibt einen Programmdirektor oder eine Direktorin, die hat das vorab festgelegt, was ich sehen werde, wenn ich das Gerät eingeschaltet lasse. Und das macht die Wucht dieses Mediums aus. Ja, ich beginne den Abend, lehne mich zurück und ich kann mich die ganze Zeit berieseln lassen. Und jetzt ist das Interessante bei dem Binge-Watchen und auch bei dem automatischen Empfehlen von YouTube, daran ähnelt sich das, dass ich das mir eigentlich selbst nachbaue. Ne? Also ich bin dann technisch in einem Medium, in dem ich jederzeit was Neues anklicken kann, weil es nur darum geht, dass ich was Neues anklicken kann, lasse es aber interessanterweise. Ne? Also ich baue mir meine eigene Programmierung oder ich lasse sie mir bauen von einem Algorithmus. Und das ist vielleicht das, was die Leute daran so ein bisschen irritiert oder wo sie denken, oh, ah, das kennen wir ja. Leute lassen sich berieseln. Sollen sie doch gar nicht, ist doch gar nicht mehr Berieselung. Und dann wollen sie das wissen. Also ist jetzt so meine Ad-Hoc-Vermutung, dass da sowas herkommt. Ist aber auch echt, Lammer, ich glaube, da hast du einen Punkt. Und das Schlimme ist, wir sind auf Twitch ja nicht anders. Also was Reinhard gemacht hat, ist ja seinen Leuten sagen, so, der nächste Programmpunkt ist Forschungsstrom. Also auch da kann man ja aussteigen. Immerhin sind noch so, ich würde noch sagen, 30 seiner Leute sind... Unsere Stickiness ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht so schlecht, genau. Ja. Ich hatte da, also falls jemand da Interesse hat, ich hatte da, M. Seltmann wird wissen, wovon ich rede, ich hatte da mal so einen Artikel drüber geschrieben, wo es auch genau darum ging. Da kommt auch Minkorrekt drin vor. Einen kleinen Blogpost, der sich genau damit beschäftigt, mit diesem, wer macht jetzt eigentlich die Sendung? Also das Programm. Wer macht das Programm, ist eher die Frage. So. Ah, schön. Der Chat stellt sich eher die Frage, wer macht das Mittagessen hier, Claudia? Also zu deinen Side note, fun fact about me. Ich bin so auf Definitionen beharrt, dass ich diese Woche ein Video gedreht habe, eines furchtbar sehr animierten PowerPoint-Vortrags zum Thema ist Wasser saftig und habe mit Lexikon-Definitionen und wissenschaftlichen Artikeln versucht zu argumentieren, dass Wasser nicht saftig ist. Ich lasse da auch nicht mit mir diskutieren, aber so sehr liebe ich Definitionen, Fockaffe, dass ich 5-Minuten-Videos darüber drehe, warum Wasser nicht saftig ist. So, weißt du Bescheid? Prokrastination. Ich fand ja jetzt spannend, dass du über Binge-Watching redest und dann eigentlich ein Punkt ist, dass es eigentlich zu viel Science dazu gibt. Also ist sozusagen die Binge-Sciencing übers Binge-Watching, hast du uns jetzt hier kredenzt. Sehr schön. Ja. Binge-Sciencing ist aber auch schön. Binge-Sciencing finde ich gut. Ja. Okay, ja. Oh, das ist aber hier. Warte. Das hier, das müssen wir noch sacken lassen. Erst
definieren, dann diskutieren, noch besser gleich operationalisieren. Dann lässt sich falsifizieren, wird klar, ob sich's auch lohnt, ist zu diskutieren. Johann Wolfgang von Flöte. Ja, so war, ja. Einer der ersten Twitcher, Totholz-Twitcher. Ja. Genau, ja. Des 18. Jahrhunderts. Gut, das war mein heutiges Thema. Vielen Dank. So, Lambert, zieh uns mal runter. Ah, das ist jetzt mein Job. Okay, oh, das schaffe ich nicht. Du schläfst heute, müssen wir da nicht blub, 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 blub. Ich habe einen Corona-Bezug bei mir drin. Das muss die miese Stimmung jetzt schaffen. Ja, ja. Ja, ich fange mal an mit einer Frage, kleine Quizfrage an euch. Und zwar, wie viel von einem Tropfen einer stark schmeckenden oder riechenden Substanz in einem olympischen Schwimmbecken verrührt, kann man denn riechen oder schmecken? Ein Tropfen von irgendeiner stark riechenden Substanz. Ja, also gut, okay, das ist jetzt schon wieder jetzt so eine Fangfrage. Ich meine, ist es egal, ob es eine ist. Ja. Also Maggi-Würze zum Beispiel, dachte ich jetzt gerade dran. Und die Frage ist, wie viel Tropfen ich brauche, damit ein Mensch das riechen kann oder irgendwie ein Hund oder ein Roboter oder so. Also beim Menschen würde ich ja sagen vielleicht 100 Tropfen. Also wenn ich jetzt an Maggi denke, warte mal, wie viel sind nochmal, wie viel Milliliter sind so ein Tropfen? Das müssen wir doch eigentlich alle wissen, wie oft ich jetzt Tropfen auf Teststäbchen getropft habe. Genau, das habe ich natürlich schon vorbereitet. Also wir sind beim Tropfen im Mikroliterbereich. Wir kennen alle den Milliliter, das ist ein Tausendstel und Mikro ist dann ein Millionstel. Aber es ist also mehr als ein Millionstel, es sind so 20, 50 Millionstel, also vielleicht ein Hunderttausendstel oder ein paar Hunderttausendstel, so die Größenordnung. Und ich habe auch schon für euch vorbereitet, ein olympisches Schwimmbecken ist in der Welt der Wissenschaftskommunikation eine irre beliebte Metapher, weil man damit so schön rechnen kann und weil es suggeriert, dass jeder weiß, was das ist, aber weiß natürlich nicht jeder. Das ist ein 50 Meter langes Becken. Das hat so 10, 2,5 Meter Bahn, deswegen ist es 25 Meter breit und 2 Meter tief. Und das enthält 2,5 Millionen Liter. Ja, also wir haben ein Hunderttausendstel Liter auf 2,5 Millionen Liter. Ja, ihr könnt euch die Zahl mit den vielen Nullen dran vorstellen, wie das aussehen würde, wenn man das hinschriebe. Genau. Gott, was stellst du für Fragen? Hast du, hast du das auch noch in Badewannen umgerechnet oder in Lastwagen-Innenvolumina oder so? Ja, genau. In Borgkuben oder so. Genau, wir sind in der Welt dieser Bilder, die in der Wissenschaftskommunikation, also in der externen Wissenschaftskommunikation sehr, sehr beliebt Dinge anschaulich machen sollen. Also das ist das, was in der Welt der Flächen ein Fußballfeld ist oder, wenn man größere Flächen hat, ein Saarland oder eine USA oder so. Ne? Gibt es eigentlich schon, gibt es schon einige schlaue Bemerkungen? Ja. Okay, also auf die Frage gehe ich gar nicht ein. Das ist nicht das Niveau von Forschungsstrom. Wenn ihr das denkt, die 50, die hängen. Nein. Also pass auf, wenn du jetzt das Becken nimmst und du machst da 100 Tropfen rein, dann würde ich sagen, okay, Händen, ja, dann könnte man das riechen. Wenn du jetzt aber das Becken nimmst und du machst nur einen Tropfen rein, dann riechst du es nicht. Es sei denn, du nimmst das ganze Becken und schlägst das 100. Ja. Dann potenziert sich nämlich der Duft. Und dann, nein, also ich muss sagen, Henning, ich bin niemand, ich rieche total gut und viel. Und deswegen, also das ist, aber selbst ich glaube nicht, dass, also wahrscheinlich, ich würde sagen, es müssen 1000 sein, mindestens 1000. Aber wahrscheinlich ist die Antwort so 0,2 Tropfen. Aber ich gehe jetzt mal mit 1000. Ja, raffiniert. Okay. Aha, ja. Aber du willst jetzt wirklich, dass wir hier eine mathematische Berechnung anstellen am späten Abend? Das ist wirklich der Downer, Lambert, muss ich mal sagen. Also dieses Jahr. Er macht mein Blüstier von lächelnd, geht es zu rummeln. Nein. Also ich möchte ja nur testen, wie gut euer
Körpergefühl so ist, ob ihr vielleicht einen Eindruck davon habt, was eure Nase leistet. Und ich muss sagen, eure Gegenfragen waren schon ziemlich smart. Es kam hier schon vor, die Differenzierung zwischen Hund und Mensch. Wer riecht denn da? Mhm. Das ist schon ziemlich schlau. Es kam auch schon der Gedanke auf, dass vielleicht ein Bruchteil eines Tropfens ja eventuell auch schon reichen könnte. Aber in der Welt der Wissenschaftskommunikation nimmt man natürlich gerne einen Tropfen, weil es so schön anschaulich ist. Und ich werde das gleich auflösen. Ihr werdet, glaube ich, überrascht sein von der Antwort. Es ist schon ganz interessant. Aber jetzt komme ich erstmal ganz kurz auf eine recht aktuelle Studie, über die ich mittelbar wieder über diese schöne Metaphorik gestolpert war. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Du bist drüber geschwommen, Lambert. Jetzt muss ich natürlich immer im Bild bleiben. Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar in BMC Infectious Diseases. Was man halt so liest während der Pandemie, ne? Ja, ja. Ich mit dem RSS-Feed. Genau, genau. Lambert schön am Samstag auf der Couch erstmal Infectious Diseases rausgeholt. Ich bin Watch of Friends, Lambert, die Infectious Diseases. Was machen denn heute so die Infectious Diseases? Nee, es ist tatsächlich so ein bisschen Local Heroes mäßig, weil das sind Leute aus Hannover, die Studie gemacht haben. Und sie ist echt gut angekommen. Also sie ist, die ist jetzt gerade mal 2 Jahre alt oder so ähnlich und ist irgendwie auch vielfach schon zitiert und diskutiert worden. Und zwar innerhalb der Wissenschaft, außer der Wissenschaft. Oder? Vielleicht werden einige von euch es gleich auch erkennen. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier Chrome Tab? So, seht ihr das jetzt? Moment. Jetzt. Ah ja, danke. Okay. Oh, das ist aber sehr verschwommen bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen besser ist. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Bei mir auch leider. Kannst du es groß scrollen? Okay. Also ich werde gute Idee. Ja, stimmt, genau. Ja, oder den Link posten, stimmt. Dann können sich die Leute auch angucken. Ja. Immer. So ein Paper zu zeigen, ist auch sowieso Quatsch. Ne? Ich poste es mal rein. Genau. Es hat jetzt nur so einen informativen Grauwert. Das ist, ihr seht schon, bei Forschungsstrom gibt es immer Links zu Papern und zu allen möglichen. Bei uns kann man immer alles mitlesen, mitmachen. Super. So, okay. So. Ja, das ist meine Wochenendlektüre BMC Infectious Diseases. Und ihr seht da gleich, dass der korrespondierende Autor, das ist Holger Volk, den Namen kennt man vielleicht nicht. Das ist der, der bei der TIHO Hannover, eine der großen deutschen tiermedizinischen Hochschulen, mit so Kleintier arbeitet. Also die haben ja auch Kühe und so größere und ganz kleine, aber der ist mehr so mit Hunden und so unterwegs. Und vielleicht werden einige den einen oder anderen Namen wiedererkennen, auch unter den Autoren. Da ist Tobias Welte dabei. Den kennt man, also der war zum Beispiel mal dann in der Tagesschau oder so. Das ist einfach ein Biologe von der Medizinischen Hochschule Hannover, der schlaue Sachen über Post-Covid manchmal sagt, als Experte für. Und dann sieht man vielleicht noch Marilyn Addo von dem Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Kennt man auch eine Corona- eine Virologin, sagen wir mal, ne? Die auch zu Corona einige Sachen gesagt hat. So, und was machen die da? Naja, ihr habt ja schon das erfasst oder vielleicht habt ihr in den Medien auch davon gehört. Die können, und das ist krass, innerhalb einer Woche einen Spürhund darauf trainieren, Corona-Infizierte am Geruch zu erkennen. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Und wenn ihr das Paper überfliegt, empfehle ich euch sehr, das ist einfach eine unterhaltsame Lektüre, versteht man auch gleich als Laie, so ein bisschen als Medizinlaie, was sie da machen, die Methodensektion mal zu lesen. Und zwar haben sie eine Maschine, das ist also, scheint so in der Welt der Spürhunde, ganz lieb zu sein. Eine Maschine, die geht so, die sieht so aus wie so ein, wie diese Mülltrennungsmülleimer beim Bahnhof auf dem Gleis. Die haben so eine Öffnung, etwa so groß, und der Hund steckt die Nase rein. Und ich denke mir das nicht aus, das beschreiben die in der Methodensektion. Ja, das ist alles, Lambert gibt anschaulich Wissenschaft wieder. Und wenn der Hund länger als 2 Sekunden, also jetzt zum Beispiel, immer noch seine Nase drin hat, zeigt er damit an, hier habe ich das gefunden, was ich suchen soll. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, na, wenn die Hunde so schlau sind und das rausfinden, warum muss man es ihnen dann eine Woche beibringen? Ganz einfach,
Sie müssen das Generalisieren lernen. Ja, also das heißt, man, oh danke fürs Wegschnipsen, Katja. Also das heißt, es reicht ja einfach nicht einem Hund, das wäre bei anderen Sachen auch so, ne, schätze ich mal, jetzt von einem Corona-Kranken eine Probe zu zeigen, weil das hat lauter spezifische Feinheiten, der Geruch, und der Hund muss ja verstehen, was man meint. Also das ist wirklich um den Corona, also irgendwelche Stoffwechselprodukte, die Corona-Kranke spezifisch haben, dass es darum geht. Das heißt, damit er generalisieren kann, muss man ihm verschiedene Proben geben. Und da das total anstrengend ist, auch für einen Hund das zu lernen, verteilt sich das über mehrere Tage. Und nach einigen Tagen beginnen Hunde, das rauszuschnüffeln. Und nach einer Woche sind sie daran richtig, richtig gut. Und sie können reproduzierbar, also man kann das Spielchen immer wieder machen. Und diese tolle Maschine, wo die ihre Nase reinstecken, die hat innen drin einen Motor. Und das ist wie ein Hütchenspieler, wirklich. Das ist jetzt meine Metapher. Aber ich finde, sie ist sehr treffend. Die tauscht die Proben um. Ja, also es kommt immer, es erscheint woanders. Und ich denke mir das nicht aus. Guckt euch das Paper an, die Methodensektion. Wenn der Hund richtig geraten hat, schmeißt sie einen Ball raus, was den Hund belohnt. Haha, jetzt kann ich rumrennen oder so, wie Hunde so unterwegs sind. Und in der Zeit, während der Hund abgelenkt ist, und auch der Hundeführer weiß übrigens nicht Bescheid, ist doppelt verblindet, Hund und Hundeführer wissen nichts. Und es steuert auch kein Mensch die Maschine. Die Maschine macht Zufall. Ja. In der Zeit, in der der Hund abgelenkt ist durch den Ball, wird die Reihenfolge der Proben verändert. Ist das eine lustige Methode? Ja oder nein? Sowas machen Leute in Hannover. Das ist hier, das ist der Spirit. Und es kommt dabei raus, dass man das kann. Ja, das ist schon beachtlich. Und jetzt noch, das ist noch die letzte Sache zur Vorgehensweise. Und deswegen ist das so ein bisschen auch durch die Medien gegangen. Also das ist, was ich euch hier jetzt verlinkt habe oder kurz gezeigt habe, war so eine Art Pilotstudie. Was sie dann gemacht haben, war in Hannover, und das hat die Hannover Stadtöffentlichkeit dann zwangsläufig schon mitbekommen, dann hat auch der NDR darüber berichtet, dadurch habe ich davon erfahren. Die haben das bei Konzerten angewendet. Also die haben im letzten Sommer, als die Maßnahmen so ein bisschen gelockert wurden, Konzerte gemacht mit begrenzter Teilnehmerzahl, wo sie einfach mal durchgespielt haben, geht das? Also können wir einfach den Leuten ein Wattebäuschen geben, die halten das unter ihrer Achselhöhle, geben das zurück, das wird eingepackt und dann wird Hunden das gegeben. Und es zeigt sich dann, da ist das Paper auch realistisch irgendwie, das sagen die auch so, im Prinzip funktioniert das. Die andere Frage ist, ob das so praktisch ist, ja, weil die Logistik, sowas so anzuwenden, das ist immer eine ganz, ganz andere Frage, ne? Also das ist einmal Forschung, man kann das ganz gut mit dieser tollen Maschine in diesem Setup zeigen, dass die Hunde sich darauf trainieren lassen, wirklich sehr, sehr gut Corona zu erkennen. Eine andere Sache ist, ob es irgendein Szenario auf der Welt gibt, wo man das dann anwenden kann irgendwie. Und genau. Und jetzt komme ich noch, das war die Forschung selbst. Ihr könnt auch gleich noch versuchen. Hier im Chat wird sogar auch darauf hingewiesen, dass man Bienen das auch beibringen könne. Wow. Um ehrlich zu sein, möchte ich aber lieber mich von Hunden beschnüffeln lassen als von Bienen. Und ich möchte noch die andere Frage aufwerfen, die sich hier ganz klar anschließt. Reproduzierbar oder replizierbar? Okay, was habe ich gerade behauptet? Ich habe gesagt, ich glaube gar nichts von beidem, weil du hattest ja eine, weil das sind ja neue Probe und neue Hunde. Also das ist ja irgendwie nochmal was ganz anderes. Also ja, also ich sagen wir mal so, die haben versucht, die Methode sehr, sehr stark zu normieren und blind zu machen. Ne, das merkt man dem Paper sehr stark an. Sie haben definitiv immer wieder mit neuen Rohdaten, also neuen Proben und verschiedenen Hunden gearbeitet oder so. Ich weiß nicht, wie man das dann am ehesten nennt, aber das ist auf jeden Fall, haben sie auf mehreren Ebenen immer wieder. Ich glaube, das sind ja immer neue Daten. Es sind ja nicht immer die gleichen Daten. Von daher sind wir eher auf der anderen Seite. Da sind wir gar nicht bei reproduzierbar oder replizierbar, eher bei Generalisierung. Aber wichtigste Frage von allen, ich bin ja ein Hundemensch. Was ist denn eigentlich mit der Sicherheit der Hunde? Können die sich Covid einfangen? Sehr gute Frage, Claudia. Danke. Auch daran haben die Forschenden aus Hannover gedacht. Ich als Hundemensch. Das,
Forschung nacherzählt, so voll der emotionale Bogen. Bis jetzt alle so, wie endet die Geschichte? Diese schreckliche Bedrohung für die Hunde. Nein, sie schreiben das im Paper. Ich kann es nicht beurteilen, aber sie behaupten, dass sie den Virus so neutralisiert haben, dass die Hunde sich da nicht anstecken können. Ja gut, aber wenn die dann in China am Flughafen stehen und jetzt die ganzen Einreisenden für die, was ist da gerade, WM oder irgendwas, kontrollieren sollen, dann haben sie es da ja mit wilden Viren zu tun, oder nicht? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ne? Also da müsste man nochmal gucken, wie die Spezifität auch ist, ob das dann, also sie können Corona von anderen Viren unterscheiden, das sicherlich, ja. Mhm. Aber worüber das Paper nichts sagt, das fiel mir nämlich auch auf, die heute beliebte, im Volksmund befindliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Variationen des Virus oder so, kommt da erstmal nicht vor, mal vorsichtig gesagt. Ich weiß es nicht. Ach so, dass du so einen Omikron-Hund hast. So ein, mein Hund kann nur Omikron riechen, Delta ist ihm zu banal. Mein Hund wird alt, er kann nur noch Delta. Der braucht ein Update. Upgrade, ja. Ja, oh Gott. Ja, also das ist ja super spannend. Und jetzt habe ich noch die nächste Frage, wäre für mich, sind die denn effizienter als Teststraßen mit Tests im Sinne von Schnelligkeit? Also ich meine, solange wie man manchmal in der Schlange steht, um einen Test zu kriegen, wären Hunde schneller. Zum anderen, wie ist der Arbeitsschutz von Hunden? Dürfen die dann nur 2 Stunden am Stück arbeiten oder so? Und dann natürlich noch wichtiger ist die wie war das noch, Henning? Das hast du uns mal erklärt, die Testsicherheit, Testgenauigkeit. Oh, die Spezifität und die Sensitivität, ja. Vielen Dank. Ist die denn besser oder schlechter als so einem herkömmlichen Corona-Schnelltest? Also es wären so Fragen, die sind ja jetzt, die kommen wahrscheinlich jetzt als nächstes, aber die einen sofort anspringen. Zu dem letzten Punkt kann ich sogar was sagen. Und zwar, es ist in der Größenordnung. Also ich gucke noch mal genauer in die Literatur rein. Ich behaupte jetzt mal, ich hau jetzt mal raus, in der Größenordnung ist die Spezifität und die Sensibilität so wie beim PCR-Test tatsächlich. Das ist deutlich besser als diese Antigen-Teste. Das ist wirklich High-Level, was die machen. Das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube, aber das ist jetzt gerade mehr so ein bisschen Intuition, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass die nicht die Viren riechen. Das funktioniert nicht so. Das ist irgendwie ein Stoffwechselprodukt. Und das Paper geht darauf aber ehrlich gesagt auch gar nicht so stark ein, was die da wirklich riechen. Das ist wirklich so auf der Ebene, hey, wir haben hier was gebaut, bei dem das und das rauskommt und wir zeigen euch die Daten, aber welche Rezeptoren da aktiv sind, wäre, glaube ich, eine andere Art Forschung, wo es jetzt auch sozusagen dieses Anwendungsorientierte, dass man dann gleich in Hannover in Konzerten noch im gleichen Jahr das ausprobiert, was dazu nicht passen würde, das wäre eine andere Sorte Forschung, denke ich mal. Hier wird gleich die Nachfrage gestellt, bei diesen PCR-Tests wird ja dann in diesen Zyklen gezählt, wie hoch die Virenlast ist. Und da könnte man ja die Nachweisschwelle auch für die Hunde definieren oder für die Hamster. Hamster wurden auch gerade noch vorgeschlagen. Also, ja. Geht voll ab. Also ich finde auch das ist auch eine sehr wichtige Kernfrage, würde ich jetzt sagen. Ja, hallo, Herr Welte! Wie tief haben Sie den Hund eingeführt? Nein, in die Nase. Ich bin ein ganz normaler, wissenschaftsinteressierter Hannoveraner. Wolltest du mal wissen? Ja. Spannend. Aber mich erinnert das so ein bisschen an, also der Hund ist ja so ein bisschen so eine Blackbox eigentlich, ne? Also beim PCR-Test, da bildet man sich ja ein, also ich jetzt nicht, aber Leute, die sich damit auskennen, bilden sich ja ein, dass man genau weiß und replizieren oder produzieren kann, was da passiert. Beim Hund, dem Hund gibt man halt so ein Ding und dann bellt er oder der bellt nicht. Und was dazwischen passiert, ist so ein bisschen so eine Blackbox. Ähnlich musste ich eben dran denken, wie eine KI eigentlich. Und wo ich auch so ein bisschen die Verbindung zur KI sehe, ist, du hast ja eben gesagt, man muss dem Hund am Anfang so Trainingsdaten geben. Also um dem das beizubringen, muss man dem erstmal Trainingsdaten geben von Abstrichen von Leuten, die Corona-positiv sind und die nicht. Und dann muss der sich irgendwie merken, wo da der Unterschied ist. Und man weiß nicht so richtig, wo er den Unterschied sieht oder wie er den merkt. Aber das grundsätzliche Problem bei der KI an Lernung ist ja immer, dass man irgendwie biased Trainingsdaten da reinschieben kann.
Und da wäre für mich jetzt so die Frage, wenn also ein Hund eigentlich eine non-artificial KI ist, dann gibt es da auch das Problem, dass, keine Ahnung, man denen bisher immer nur die, weiß ich nicht, Wattepäuschen gegeben hat, die vorher irgendwie eine irgendwo mit einem Duft zusammengekommen sind von den Corona-Positiven und die Kontrollgruppe ist dann hatte ein Parfüm von einem anderen Mitarbeiter irgendwie drauf und deswegen haben sie eigentlich was ganz anderes gerochen. Gibt es da solche Problematisierungen in der Studie? Also ich, soweit ich mich jetzt erinnere, haben sie eine Sache versucht, durch den experimentellen Ansatz auszuschließen, nämlich dass von verschiedenen Menschen die Proben gehandelt werden. Also es ist ja gut denkbar, ne, dass du in der Art, wie du die Probe handelst oder irgendwie überträgt sich ein bisschen was von deinem Körpergeruch doch darauf oder so, kann man sich viele Sorgen machen. Das haben sie, glaube ich, ausgeixt, den Faktor, dadurch, dass sie es von verschiedenen Leuten unabhängig haben machen lassen und gegengetestet haben oder so. So ein paar Sachen kann man auf so eine Art ja in den Griff kriegen. Aber es, du hast absolut recht, das als Blackbox zu charakterisieren. Das ist bei dieser Art Studie auf jeden Fall so, ja. Feministischer Zwischenruf. Bei so Studien oder generell medizinischen Studien werden ja meistens Männer als Testpersonen verwendet, wegen weniger Hormongedöns. Ach. Steht da, also ja, weil Hormone, ja, ganz schlimme Sache. Ich kann mir jetzt allerdings vorstellen, haben Männer ja gar nicht. Nein. Das ist doch verweibliches Zeug. Genau, wegen diesem Zyklus, also generell, also alle Menschen, die ja ihre Periode kriegen oder einen Uterus haben, haben ja einen gewissen Zyklus und das werden normalerweise immer Cis-Männer benutzt für so Studien, weil das dann ausschließt, dass solche Zyklusschwankungen drin sind. Weißt du, ob bei der Studie da auch Menschen mit Uterus und dabei waren? Nee, steht ja nicht. Okay, war nur eine Frage. Also ich finde das halt immer einen wichtigen Aspekt. Hunde mit Uterus. Ja. Ja, das sind gute Fragen und da sieht man mal, wie überflächlich ich das gelesen habe, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass es erwähnt wird überhaupt als Thema. Das will aber nicht heißen. Jetzt bringen wir dich aber ganz schön ins Schwimmen. Ja, Oh nein! Hilfe! Weißt du, die Leute, die am Anfang gar nicht mitbekommen haben, warum wir hier überhaupt die ganze Zeit von Triathlon reden, warum wir schwimmen, na egal. So, und jetzt, das gibt mir das Stichwort, jetzt komme ich nochmal auf diese Wissenschaftskommunikationsebene, nämlich, ich schalte nochmal meinen Tab hier hinzu, das ist eine wirklich ganz, also ich will mich darüber nicht lustig machen, ich finde, es ist ein schöner Bericht vom NDR darüber, ich werde das auch nochmal als Link hier eben in den Chat posten, dann könnt ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen, sagt mal, wie ihr das findet, ich glaube, es ist eine wirklich okaye Berichterstattung und hier fällt nun eine Sache auf und darüber möchte ich mich kurz lustig machen, nämlich, dass sie sagen, dass wenn man, passt auf, wenn man, ja lustig sein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dass, wenn man die Erwartungen hoch, Lambert. Wenn man einen Tropfen von dem Corona-Duft, dem, was nach Corona duftet für den Hund, auf 20, wohlbemerkt, auf 20 olympische Schwimmbecken verteilt würde, dass der Hund das dann riechen würde. Und ich finde das in mehrfacher Hinsicht so lustig, weil ich meine, klar, es ist irgendwie dieser Standard, wenn es um Geruchssinn geht, nimmt man Schwimmbecken. So, und das wird aber schon so ein kleines bisschen ad absurdum geführt, wenn man sagt, 20 olympische Schwimmbecken, denn wer kann sich das vorstellen? Das sind ungeheure Mengen Wasser. Also ich meine, behauptet ruhig was anderes mal im Chat oder ich weiß nicht, wie ihr es seht. Rechnet das doch mal jemand in Saarland um. Ja, genau. Oder in Borgkuben. Bodensee ist nochmal so eine Volumeneinheit. Bodensee, genau. Kann bitte mal jemand schnell ausrechnen, wie viele Bodensee das sind? Ja. Und ich meine, das ist natürlich so, dass, wenn man sagt, so und so viel Geruch. Aber nur, wenn man die Schwimmbecken auch aufschlägt. Okay. Ja, da bekommt Pooltest eine ganz neue Dimension als Begriff. abgesehen davon, dass natürlich die metaphorische Ebene Pool, also und
wozu ja eigentlich schmecken passen würde, zu riechen, was ja wirklich über Luft und so über die Nase geht, ein bisschen irritiert. Okay, man kann, ne? Aber es ist erstaunlich, was Metaphern leisten. Wir hatten beim letzten Mal das Thema Metaphern und selbst dieses so um die Ecke gedachte und 20 und trotzdem kommt es einem irgendwie ein Gefühl so vor, als würde es irgendwas erklären. Jedenfalls ist man sehr in Awe und findet es toll. Und dann habe ich noch mal ein bisschen nachgeguckt, wo mir das noch begegnet ist, weil das kam mir irgendwie so bekannt vor. Und siehe da, es gibt immer wieder die Behauptung, ich habe leider nirgends einen Beleg, irgendeine Studie oder so dafür gefunden, dass ein Hai, das kam ganz oft zu finden, dass ein Hai ja einen Tropfen Blut verteilt auf ein olympisches Schwimmbecken riechen könne. Okay, mag ja stimmen. Vampire können das plausibel. Noch viel besser, glaube ich. Ja, ja. Und jetzt kommt noch, und das ist jetzt aber schon das allerletzte, jetzt komme ich auch mal 20 Millionen olympische Schwimmbecken, das scheint sich auf den Bodensee zu beziehen. Also da sind wir dann doch eine Nummer zu groß geraten. Ach, okay, gut. Danke an die Reini-Nerds, die das so schnell ausrechnen. Ja, super, vielen Dank. Ja, und jetzt Zusatzaufgabe, wie viel sind denn 20 Millionen Tropfen in Litern, wenn 20 Mikroliter ein Tropfen sind? Okay, gut, nein, aber das... wohin wollte ich noch hin? Genau, richtig. Eine letzte Sache, ein letztes Faktoid, mit dem ich euch belustigen will, weil wir ja bei meiner Quizfrage am Anfang gesagt haben, naja, wer soll das denn schmecken können? Ein Hund oder ein Mensch? Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle gedanklich schon bei dem Ding, naja, das funktioniert ja, weil das Hunde sind und die haben einen super Geruchssinn. Aber ganz, ganz stimmt das nicht. Weil interessanterweise hängt es nämlich vom Geschmack ab, wie gut Menschen etwas riechen oder schmecken können. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das Thema hier schon mal hatten. Wenn, dann stoppt mich. Ich hatte so ein leichtes Déjà-vu-Erlebnis. Und zwar gibt es einen ganz spezifischen Geruch, der in den 60er Jahren von australischen Forschern erforscht worden ist. Und das nennt sich Geosmin. Hier eben in den Cup. Sagt mir jetzt nichts. Nein, jetzt auch nicht. Ah, schön, okay, das freut mich. Dann haben wir vielleicht noch nicht darüber gesprochen. Okay, und Geosmin ist eine ganz, ganz super interessante Sache. Und zwar ist das eine ölige Substanz, die gelöst wird und in die Luft reingeht, wenn Wasser auf Erde trifft, auf typische Erde. Also das ist der Geruch, den man wahrzunehmen meint, schon fast kurz bevor der Regen kommt. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Das Phänomen kennt man doch. Ja, ja. Das ist interessanterweise, wissen viele nicht, das gleiche Öl, woran man merkt, ob Wein korkt. Interessant, oder? Ach, okay. So, und jetzt kommt ein wirklich interessanter Fakt, der sehr gut erforscht ist. Nämlich dieser spezifische Stoff wird von Menschen so gut wahrgenommen, wie viele Gerüche von Hunden wahrgenommen werden. Ungelogen. Also da gilt es wiederum, dass wenn man einen Tropfen von diesem Öl auf ein paar zig olympische Schwimmbecken verteilt, würde ein Mensch es rausschmecken. Krass, oder? Und das eröffnet wirklich also da kann man jetzt viel drüber spekulieren, ob das vielleicht evolutionsbiologisch oder so ein Ding ist, weil Menschen vielleicht mal in Gegenden gelebt haben über längere Zeit ihrer Existenz und der Evolution, wo sie tierisch darauf angewiesen waren, sehr frühzeitig zu merken, wo irgendwo auch nur minimale Mengen Regenwasser sind oder so, dann wäre das vielleicht ja schon eine Erklärung. Aber das überlasse ich jetzt mal euch. Also das Thema Geosmin, sucht euch da mal ein bisschen rein. Es ist ein schönes Ding eigentlich. Ja. Wer ein schönes Paper darüber findet, kann es uns ja mal schicken. Dann können wir das nochmal ausführlich diskutieren. An allen Stellen, wo erklärt wird, warum Hunde so tierisch gut riechen, wird immer argumentiert, und das mag ja auch alles richtig sein, dass sie so tierisch viele Geruchszellen haben und dass so ein langer Riechkolben ist, bla bla bla. Und das stimmt natürlich auch alles, ja. Und gerade drum ist es überraschend zu sehen, dass es irgendwie so ganz, ganz einen super speziellen Geruch gibt, wo das dann bei Menschen aber auch so tierisch gut ist, ne? Tierisch gut im wahrsten Wortsinn. Naja. Ja, Wahnsinn. Das finde ich aber krass. Also das heißt,
Weil ich hatte mir schon gedacht, die armen Hunde, wie viel die riechen. Ne? Also das muss ja für die furchtbar sein, unter Menschen zu leben, die ja nun Gerüche als aller Art um sich drumherum scharen und aus sich heraus bringen. Und das könnte man dann nachempfinden, wenn man weiß, wie gut man diesen Geruch wahrnimmt und diesen Geschmack wahrnimmt. Wer weiß, vielleicht können Hunde ja auch Geschmack oder Geruch fokussieren, so wie du von etwas weggucken kannst oder auch in einem lauten Raum selbst einem dir näher befindlichen Gespräch weghören kannst und das irgendwie so durchpeipen kannst. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht können gibt es stereoskopisches Riechen eigentlich? Können Hunde eine Richtung riechen? Wer weiß? Oh. Ganz neue Themen zur Binge-Forschung, zur Hunde-Binge-Forschung. Yes. Ja, können wir mal ein bisschen, wie hieß das Wort noch? Binge-Sciencing. Binge-Sciencing zu machen. Das ist, ich finde das Wort toll. Das ist das, das ist ein schönerer Begriff als Rabbit Hole. Ja, schönes Thema nochmal. Vielen Dank. Absolut. Und gar kein Downer, trotz Corona. Ja, haben wir heute keinen Downer gehabt. Ja, Corona-Themen im lustigen Gewand, im interessanten Gewand. Ja. Vielleicht hat der Chat ja noch einen Downer. Gibt es irgendwo schlechte Nachrichten? Aber ja, wissenschaftlich fundiert. Ich habe habe ich auf Twitter gesehen, dass der Wiesendanger ist zurück. Dieser Physikprofessor aus Hamburg. Den hat jetzt irgendwie die NZZ oder Cicero oder beide haben den wieder ausgegraben. Und jetzt darf der wieder in Medien seine Theorien darbreiten. Also ja, das vielleicht noch als Downer. Ja, das Down. Und Aaron hat einen weiteren Downer, nämlich Forschungsstrom ist gleich vorbei. Oh nein, ja, das stimmt. Aber das heißt ja auch, dass wir in die Zukunft schauen und zum Beispiel planen, wann wir das nächste Mal. Das ist nämlich immer so, gerade liebe neue Zuschauende. Meistens gibt es uns am ersten Donnerstag im Monat, aber manchmal kann man da ja nicht. Aber der erste Donnerstag im nächsten Monat wäre der 3.3. Ja. Da könnte ich. Da könnte ich auch. Ja, könnt ihr da alle? Ja. Lieber Chat, könnt ihr am Donnerstag den 3.3. um 21 Uhr euch bitte in euren Kalender schreiben? Alle, die von Reinhard Remfort hier hingeschickt worden sind, müsst ihr selber kommen. Ihr müsst den Link speichern. Ihr werdet nicht hierhin geradet. Ihr müsst selbst einmal folgen, bitte. Einmal folgen. Genau, hier unten. Oder wie geht das? Ich kann das nicht. Ach so, genau. Nicht so besonders auf die Glocke drücken. Die gibt es hier gar nicht. Aufs Herzchen drücken. Aufs Herzchen drücken. Genau. Weird Ginny Pick kann auch. Sehr gut. Barry Drive kann super. Auch. Tobi auch. So Aaron sagt ausnahmsweise. Im Seltmann sagt auch, okay. Ja. Am 10.3. kann im Seltmann nicht so gut. Das ist ja, ich weiß nicht, was das zwinkern soll. Haben wir da was gemeinsam vor? Das mag gerade gucken. Nee. Ach, das kommt. Also ist nicht so, als würde ich nicht manchen von unseren Zuschauenden auch mal so begegnen. Okay. Also es gibt hier ganz schlimme Abhängige, die jetzt hier schon erst noch Corona-Podcast, dann Science Busters, dann Science Cop gehört haben, dann André, dann Reini und jetzt zu uns gesagt, das ist ja. Ach Gott. Ja, das ist sogar Psycom-Binging, würde ich sagen. Podcaster. Euer Medienverhalten wird als nächstes untersucht. Das wird genau unter die Lupe genommen, weil das ist nicht normal, was ihr macht. Doch. Ich finde das gut. Ich kann das voll nicht nachempfinden. So passiert mir das auch oft genug. Ja. Das ist völlig, völlig okay, aber ich glaube, jetzt brauchst du dann auch eine Pause. Dennoch werden wir natürlich auch hier raiden. Ja. Entweder ihr geht in Science. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Also pass auf, auf YouTube findet ihr natürlich, ab morgen gibt es auf YouTube auch ich poste immer morgens am nächsten Tag unsere Shownotes ausführlich mit allen Links, die wir hier heute besprochen haben und sowas auf unsere Webseite oder in unserem Blog. Aber natürlich auch auf YouTube wird unter dem Video das drunter gepackt und meistens ist das Video irgendwann morgens auch fertig und da und geschnitten. Und dann könnt ihr doch mal ein paar Kommentare auf YouTube da lassen. Lasst uns einen Kommi da und schreibt doch mal rein, wie es euch gefallen hat. Genau, das ist unser Blog, forschungsstrom.tv, da findet ihr uns. So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken, ob wir nicht euch noch woanders hinschicken. Also gibt es noch jemanden, der Science gerade streamt?
Falls ihr da draußen Vorschläge habt, wie wir raiden sollen, ist das auch immer willkommen. Ne? Also wir schauen gerne, was ihr da so guckt, was es da noch so gibt. Und was ist die Andeutung? Oh, Lambo hat schon ein Thema für nächstes Mal. Ich möchte es verstehen, eure Anspielung. Na gut, okay. Oh. Vielleicht finde ich es noch raus. Vielleicht passiert bis dahin irgendwas Schlimmes. Ja. Wer weiß. Wer gut. Weiß. Ja, das Raiden, genau. Wohin? Ja, ich gucke gerade mal, was wir da so sehen. Also Science Binging, okay, verstehe. Hm. Ja, das gibt immer so verrückte Sachen. Nistkasten. Hier kann man Vögeln zugucken. Ach, ich sehe aber gerade wieder da waren wir schon mal bei, The Brutzler. Ihr erinnert euch? Welcher war das nochmal? Der mit der verrückten Deckenbeleuchtung, der LED-Löter. Genau, der LED-Löter. Ja. Wieder da. Finde ich jetzt gar keine so schlechte Idee, oder? Ja. Wurde hier auch im Chat schon vorgeschlagen. Ja, sehr gut. Okay, dann gehen wir doch dahin. Das heißt, wir sehen uns am 3.3. wieder? Auf jeden Fall. Genau, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Nichts gibt es zu sagen, oder? Ihr könnt den Forschungsstrom auch auf Twitter verfolgen. Da ist der Handle Forschungsstrom. Und da findet ihr dann auch unsere Accounts. Und sagt mal Hallo, wenn ihr da seid, dann folgen wir euch vielleicht auch gerne zurück. Das stimmt. So ist es. Dann vielen Dank fürs Mitchatten. Das war wieder sehr, sehr angenehm. Ja, nochmal vielen Dank an Reinhard für den Raid. Könnt ihr ja ausrichten. Ist ja wahrscheinlich nicht mehr da. Aber genau. Und dann geht's auf zum LED-Löten. Genau. Da geht's dann gleich rüber. Und wir sehen uns da, wenn ihr Lust habt. Ansonsten sehen wir uns am 3.3. Ne? Prima. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss.